Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zur digitalen Konferenz Bankenaufsicht im Dialog. Ich möchte zuallererst das Wort an Herrn Professor Würmeling geben, dem für Bankenaufsicht zuständigen Mitglied des Bundesbankvorstands. Schönen guten Tag. Ja, herzlich willkommen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, egal von welchem Endgerät Sie uns gerade heute zuschauen. Wir freuen uns, dass wir heute mit Ihnen in einen digitalen Dialog treten können. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute uns zuzuhören, und ich wünsche uns allen heute interessante Einsichten. Genau, Stichwort ist digitales Format. Da gibt es natürlich auch ein paar Besonderheiten. Unter anderem haben Sie im unteren Bilddrittel eine Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Und da sind Sie auch herzlich zu aufgefordert. Es soll ja zumindest ein Dialog, eine Kommentarsammlung für die Bundesbank auch dann sein. Und dann gibt es Umfragen an verschiedenen Orten des heutigen Programmes. Und wenn diese Umfragen aufgerufen werden, würden wir Sie bitten, möglichst zeitnah dann Ihre Stimme abzugeben, sodass wir das an einem etwas späteren Teil des Programms dann auch mitverwerten können. Nun, das Ziel der Veranstaltung ist natürlich, gerade in dieser sehr unübersichtlichen Lage, in der wir uns momentan befinden, ein bisschen Orientierung zu geben. Und die erste Orientierung kommt jetzt mal von mir, und ich würde Sie gerne durch den Tag führen. Wir beginnen mit einem Schaltgespräch mit dem Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann zur konjunkturellen Lage und zur Geldpolitik. Danach folgt Herr Professor Würmeling mit einem Blick auf die Banken und die Auswirkungen, die die Krise momentan auf die Banken hat. Danach folgen drei Podiumsdiskussionen, einmal auch zur Lage der Banken. Dann, was hat die Aufsicht im Grunde genommen bis dato getan? Und dann aber auch ein Blick, wie wird es denn nach Corona aussehen? Welche Chancen, welche Risiken gibt es da? Und starten wir nun erstmal mit einem Schaltgespräch mit Herrn Dr. Weidmann. Herr Weidmann, das Bundesbank-Symposium ist ja das erste Mal in einem digitalen Format. Wie finden Sie das und wie erleben Sie die momentane Krise denn persönlich? Zunächst einmal möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Lieber wäre mir natürlich gewesen, ich hätte sagen können, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Stattdessen sage ich eben heute schön, dass Sie sich so zahlreich zugeschaltet haben. Ich bin sehr froh, dass das etablierte Bankensymposium auch in diesen schwierigen Zeiten stattfinden kann in Form dieser Digitalkonferenz. Das Internet und moderne Telekommunikation machen es möglich, dass Sie heute spannende Vorträge und Diskussionen zu aufsichtlichen Themen verfolgen können und sich aktiv beteiligen können, wo auch immer Sie gerade sind. Ich selbst erlebe die aktuelle Krise, wie viele von Ihnen, vor allem im Homeoffice, am Bildschirm, in Telefon- und Videokonferenzen. Und wenn ich so wie heute in der Bundesbank bin, dann natürlich mit dem gebotenen Abstand zu anderen. Ich finde, die elektronischen Formate funktionieren eigentlich ganz gut, aber die soziale Interaktion, der persönliche Kontakt, der kommt mir derzeit zu kurz. Was bedeutet die Pandemie für die deutsche Wirtschaft? Die Ausbreitung des Coronavirus und die vielfältigen Maßnahmen zu seiner Eindämmung verändern unseren Alltag und beeinträchtigen auch die Wirtschaft ganz massiv. Mitte März mussten wir nicht nur Schulen schließen, sondern auch Restaurants, Kinos und viele Geschäfte. Besonders hart trifft es also die konsumnahen Dienstleistungsbranchen, die vor der Krise die Konjunktur gestützt hatten. Allein die dadurch wegfallenden Konsumausgaben dürften die Wirtschaftsleistung schon im ersten Quartal um rund 1% reduziert haben. Hinzu kommt, dass auch Nachfrage aus dem Ausland fehlt, denn die Pandemie trifft ebenfalls wichtige Partnerländer. Gängige Konjunkturindikatoren zeigen zum Teil noch den Stand vor den Kontaktbeschränkungen an. Und deshalb schauen wir auch auf andere Indikatoren, zum Beispiel Angaben von der Autobahnmaut. Dadurch wissen wir, dass die erfasste Fahrleistung von Lkw Anfang April um etwa 15% niedriger war als noch Anfang März. Auch der Stromverbrauch nahm spürbar ab. Da kann man sich ausmalen, dass die Industrie ebenfalls einen markanten Produktionsrückgang zu verkraften hat. Teilweise fehlen auch wichtige Vorprodukte, denn Produktionsausfälle im Ausland können zu Störungen in den Lieferketten führen. Das ganze Ausmaß der negativen Effekte auf unsere Wirtschaft deuten die Anmeldungen von Kurzarbeit an. Sie sind seit Anfang März sprunghaft gestiegen. Mittlerweile hat jeder dritte Betrieb in Deutschland Kurzarbeit angezeigt. Der Anteil der Beschäftigten, die tatsächlich kurzarbeiten, dürfte zwar um einiges kleiner sein, aber klar ist, Deutschland befindet sich in einer schweren Rezession.
Sie sprechen von einer schweren Rezession. Was meinen Sie, wie schwer wird denn die Rezession und wie schnell wird sich die deutsche Wirtschaft erholen? Halten Sie eine schnelle Erholung für realistisch? Prognosen sind immer unsicher und derzeit ist diese Unsicherheit wohl beispiellos. Entscheidend wird sein, wie sich die Epidemie entwickelt, also ob das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bleibt und welche Schutzmaßnahmen wie lange dafür in Kraft sein werden. Je nachdem, was Sie da unterstellen, kommen Sie zu sehr unterschiedlichen Vorausschätzungen. Mittlerweile gibt es ja in Deutschland vorsichtige Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen und wenn es für das Gesundheitssystem vertretbar ist, werden vermutlich weitere Lockerungen folgen. Aber womöglich werden wir auch dann noch mit gewissen Einschränkungen leben und arbeiten müssen, bis eine wirksame medizinische Lösung verfügbar ist. Insofern ist eine schnelle und kräftige Erholung eher unwahrscheinlich. Außerdem sind viele wichtige Handelspartner ebenfalls von der Krise betroffen, zum Teil sogar noch härter als wir. Als Exportnation hängt die Erholung unserer Wirtschaft auch von der Entwicklung im Ausland ab. Besteht denn die Gefahr, dass die Wirtschaft in eine Abwärtsspirale rutscht? Bei aller Unsicherheit eine Abwärtsspirale sehe ich nicht. Denn die Finanzpolitik versucht mit hohem Mitteleinsatz die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. Die automatischen Stabilisatoren wirken, denn wir in Deutschland haben ein gut ausgebautes System der sozialen Sicherung. Zusätzlich haben Bund und Länder massive Stützungsmaßnahmen ergriffen. Die Bundesregierung hat darüber hinaus angekündigt, bei Bedarf Konjunkturprogramme aufzulegen. Und auch das Eurosystem sorgt mit umfangreichen Maßnahmen für die nötige geldpolitische Unterstützung. Daher erwarte ich, dass sich die Wirtschaft nach Überwindung der Pandemie nachhaltig erholen kann. Sie haben bereits darauf hingewiesen, dass die Politik eine Vielzahl an wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen beschlossen hat, um der Wirtschaft zu helfen. Halten Sie die Maßnahmen denn für richtig und angemessen? Ja, die Politik hat schnell und umfassend gehandelt und genau das ist in so einer Situation auch gefragt. Viele Unternehmen haben jetzt zeitweise große Einnahmeverluste. Aus vorübergehenden Liquiditätsengpässen dürfen aber keine Solvenzprobleme werden. Deshalb werden die Unternehmen bei Steuern und Sozialbeiträgen entlastet. Es gibt Soforthilfen für Selbstständige, Kreditbürgschaften und die Möglichkeit, dass sich der Staat bei größeren Unternehmen direkt beteiligt. Auch die Beschäftigten werden umfassend abgesichert. Das erweiterte Kurzarbeitergeld hilft, Entlassungen zu vermeiden und stabilisiert die Einkommen. Die verschiedenen Programme werden zunehmend in Anspruch genommen. Das macht deutlich, es gibt hier Bedarf und die Hilfen kommen auch an. Ein klassisches Konjunkturprogramm hat die Bundesregierung aber bisher noch nicht aufgelegt. Und das halte ich auch für richtig. Denn es geht jetzt erst einmal darum, die akute Krise zu bekämpfen. Unter den aktuellen Kontaktbeschränkungen würde ein klassischer konjunktureller Stimulus ohnehin Gefahr laufen, weitgehend zu verpuffen. Ein Konjunkturprogramm könnte aber dann sinnvoll sein, wenn später die Erholung nicht richtig in die Gänge käme. Dafür hätte die Fiskalpolitik auch den nötigen Spielraum. Und die expansive Geldpolitik sollte man ja auch nicht vergessen. Das stimmt. Im Vergleich zur Finanzpolitik und anderen Politikbereichen kann sie zwar nur die zweite Geige spielen, wenn es darum geht, die Krisenfolgen abzumildern, aber die Geldpolitik leistet im Rahmen ihres Mandats durchaus einen wichtigen Beitrag. Über einzelne Maßnahmen mag man zwar unterschiedliche Ansichten haben, für mich ist aber wichtig, dass der EZB-Rat entschlossen und gemeinschaftlich gehandelt hat. Eines muss allerdings auch klar sein, und das gilt für die Geldpolitik genauso wie für die Fiskalpolitik. Die außergewöhnlichen Stützungsmaßnahmen sind zwar derzeit notwendig, wir dürfen aber auch den Ausstieg und die langfristige Tragfähigkeit nicht aus den Augen verlieren. Der Staat muss seinen derzeit sehr starken Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen letztlich wieder zurückfahren. Herr Weidmann, bei dieser Digitalkonferenz tritt die Bundesbank in ihrer Rolle als Bankenaufseher in den Dialog mit den beaufsichtigten Instituten. Welche Botschaft haben Sie als Bundesbankpräsident für die Banken in der Corona-Krise? Ganz anders als in der Finanzkrise sind die Banken und die Finanzmärkte dieses Mal nicht der Ausgangspunkt der Krise. Und es wurden umfassende Lehren aus der Krise damals gezogen. Insbesondere wurde den Banken eben mehr Eigenkapital verordnet. In Deutschland hat sich die Kernkapitalquote der Banken seither etwa verdoppelt, von gut 8% im Jahr 2006 auf 16,5% Ende letzten Jahres. Und davon profitieren die Institute heute. Sie sind besser aufgestellt und können mögliche Verluste auch besser verkraften. Die Aufsichts- und Regulierungsbehörden haben auch mit etlichen Erleichterungen
und Lockerungen reagiert, in der Erwartung, dass die Banken damit ihrer Kernfunktion besser nachkommen können, nämlich der Kreditversorgung der Wirtschaft und der Haushalte. Aber es wurde auch unmissverständlich empfohlen, auf Ausschüttungen und Aktienrückkäufe bis Oktober 2020 zu verzichten. Denn die Fähigkeit, Verluste absorbieren zu können, sollte jetzt nicht unnötig geschwächt werden. Banken spielen eine wichtige Rolle in unserer Wirtschaft, gerade jetzt in der Krise. Sie leiten nicht nur staatliche Mittel weiter, sie helfen, die wirtschaftlichen Folgen für Unternehmen und Haushalte abzufedern, indem sie Kredite vergeben. Insofern können die Banken ein wichtiger Teil der Krisenlösung sein. Nun kommen wir zur letzten Frage, Herr Weidmann. Werden wir Sie beim nächsten Symposium in einem Jahr wieder leibhaftig sehen oder ist die Digitalkonferenz das Modell der Zukunft? Der digitale Wandel erfährt im Moment einen großen Schub und ich kann mir vorstellen, dass wir die neuen digitalen Möglichkeiten auch nach der Krise sehr viel häufiger nutzen werden als bisher, unter anderem für virtuelle Veranstaltungen. Wir sehen ja heute hoffentlich, wie gut das funktioniert. Bei Konferenzen geht es aber eben nicht nur um den formellen Austausch von Informationen. Wir sollten die persönlichen Gespräche nicht unterschätzen, die am Rande von Veranstaltungen und in den Kaffeepausen stattfinden. Virtuelle Konferenzen und Symposien können also kein vollwertiger Ersatz sein für die reale Begegnung von Menschen. Insofern hoffe ich, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr wieder im gewohnten Format stattfinden kann. Und für heute wünsche ich Ihnen, dass Sie auch auf den virtuellen Podien fruchtbare Diskussionen haben werden. So, das war ein Überblick über die konjunkturelle Lage und natürlich auch die Geldpolitik in der momentanen Situation. Jetzt kommen wir zum Thema Banken und das mit Herrn Dr. Würmeling. Der digitale Floor is yours, wenn man das so sagen kann. Ja, vielen Dank, liebe Frau Weißbach, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, Kolleginnen und Kollegen. Vor einigen Tagen las ich in einem Beitrag von Robert Armstrong in der Financial Times einen Satz, der unsere vielleicht gemeinsame Erwartung an unsere Konferenz formulieren könnte. Er sagte: "We all cling to the belief that somebody out there somewhere knows what the heck is going on." Ja, wir alle klammern uns ein bisschen an den Glauben, dass irgendwo da draußen irgendwer doch wissen müsste, was hier eigentlich los ist. Sollten Sie jetzt insgeheim auf den Gedanken kommen, da könnte ja vielleicht die Bundesbank gemeint sein, da muss ich Sie leider enttäuschen. Aber diese Digitalkonferenz kann uns heute gemeinsam helfen, die aktuelle Lage einzuschätzen und ein Stück weit Orientierung zu erhalten. Gerne hätte ich Sie natürlich persönlich getroffen bei unserem Symposium im Kap Europa, was gerade am heutigen Tag eigentlich hätte stattfinden sollen. Gerade in diesen Zeiten ist es uns aber besonders wichtig, den Dialog mit Ihnen zu führen. Gerade in Krisenzeiten müssen wir im Gespräch sein und deswegen haben wir uns entschieden, die Konferenz heute hier digital stattfinden zu lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass wir viele hochkarätige Gäste auf den Podien haben. Frau Weißbach wird sie Ihnen dann Stück für Stück vorstellen. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle für die Teilnahme. Bevor wir uns auf die virtuellen Podien begeben, möchte ich ein paar Worte aus meiner Perspektive, aus der Sicht der Bundesbank sagen. Und ich beginne erstens mit der Lage im Bankensektor, werde dann eine kurze Einschätzung zum aktuellen Aufsichtsregime geben und drittens einen Ausblick wagen auf das, was noch auf uns zukommen könnte und wie vielleicht auch der deutsche Bankensektor post Corona aussieht. Zum ersten Punkt. Wie gut hält sich der Bankensektor in der Pandemie? Zunächst möchte ich, vielleicht eher ungewöhnlich für einen Aufseher, meine Anerkennung aussprechen. Denn die dringend benötigte Kreditvergabe für die Realwirtschaft funktioniert. Die Banken übernehmen eine zentrale Aufgabe bei der Krisenarbeit und erfüllen sie mit hohem persönlichen Einsatz und mit Erfolg. Viele Kredite kommen natürlich aktuell nur mit staatlicher Unterstützung zustande. Dennoch, Politik und Wirtschaft können dabei auf eine leistungsfähige Finanzwirtschaft zurückgreifen. Das ist vor allen Dingen Ihr Verdienst,
aber auch die Bankenaufsicht hat ihren Teil dazu beigetragen. Lassen Sie mich Danke sagen an die Bankleitung und die Mitarbeiter, dass sie in der aktuellen Situation die Rolle annehmen und die Verantwortung für die Entwicklung unserer gesamten Wirtschaft übernehmen. Ich bin froh darüber, dass das operative Geschäft weiterläuft. Die Grundversorgung im Bankbetrieb für die Kunden wird aufrechterhalten. Die Banken haben mit Telearbeit, mit Homeoffice, mit Split-Teams und mit Filialschließungen reagiert. Immerhin, die Institute haben derzeit etwa ein Drittel ihrer Filialen geschlossen. Aber die Häuser sind telefonisch und online für ihre Kunden erreichbar und Bargeld ist über die Automaten ausreichend verfügbar. Wir sehen also bisher keine wesentlichen operativen Einschränkungen. Eine Sonderumfrage unter den Instituten kam zudem zu dem erfreulichen Ergebnis, kritische Prozesse können auch bei hohen Mitarbeiterausfällen dauerhaft aufrechterhalten bleiben. Nicht nur der operative Geschäftsbetrieb läuft, auch lässt sich insgesamt sagen, die Banken sind aktuell stabil. Und das sollte auch in der näheren Zukunft so sein, denn es sind hohe Puffer für Kreditvergabe und gegebenenfalls auch für die Absorption von Verlusten durch Kreditausfälle vorhanden und nutzbar. Aber wir müssen wachsam bleiben, denn manche Institute haben ein hohes Exposure gegenüber besonders betroffenen Branchen der Realwirtschaft. Das waren zunächst Gastronomie, Tourismus, Einzelhandel, aber weitere Bereiche sind bereits betroffen. Hier wird es definitiv zu signifikanten Kreditausfällen kommen. Zur Lage der Banken und zu den Corona-Hilfen werden wir im ersten Podium mehr hören aus dem Blickwinkel der europäischen Aufsicht SSM, einer Bank vor Ort und der KfW. Diese Frage bringt mich dann zum zweiten Punkt, zum Corona-Aufsichtsregime, wie ich es nennen möchte. Fiskal und geldpolitisch wurden rasch Maßnahmen als Reaktion auf die Pandemie ergriffen. Auch für uns als Aufsicht war schnell klar, dass wir gezielt handeln müssen und das haben wir auch getan. Das gemeinsame Ziel aller Aufseher weltweit war dabei, der Finanzsektor soll stabil, aber die Kreditvergabe soll gesichert bleiben. Unser Leitbild bei allen getroffenen Maßnahmen war immer, wir zeigen die nötige Flexibilität, verlieren aber unser Stabilitätsziel nicht aus den Augen. Mittlerweile ergibt sich schon eine lange Liste von Maßnahmen der Aufsicht in ganz verschiedenen Bereichen. Von Kapital bis Liquidität, von Rechnungslegung bis Risikomanagement. In kurzer Frist wurden diese Maßnahmen von uns entschieden, in globalen Gremien, auf europäischer Ebene und national. Auf den Internetseiten der Aufsicht sind sie in kompakter Form dargestellt. Und ich kann Ihnen sagen, uns sind diese Lockerungen bei weitem nicht leicht gefallen. Stets mussten wir eine Balance finden zwischen den Erfordernissen der Krise einerseits und den Grundanforderungen an stabile Banken andererseits. Weitere Erleichterungen halte ich gegenwärtig nicht für angebracht. Insbesondere sollte davon Abstand genommen werden, lange diskutierten Vorschlägen mit dem neuen Anstrich Krisenmaßnahme wieder auf den Tisch zu legen. Die aktuelle Krise zeigt im Übrigen eindrücklich, dass wir als Aufsicht die richtigen Lehren aus der letzten Krise gezogen haben. Viele, auch von Banken kritisierte Maßnahmen, erweisen sich jetzt als Gold wert. Ich denke hier an die Stärkung der Liquidität und der Kapitalbasis insgesamt, aber vor allen Dingen an die zusätzlichen Puffer, die als atmende aufsichtliche Anforderungen wirken. Das sehen wir deutlich an den Kapitalpuffern im deutschen Bankensystem. Die Institute halten über die aufsichtlichen Anforderungen hinaus 136 Milliarden Euro an Überschusskapital. Darüber hinaus verfügen die Banken über regulatorische Puffer in Höhe von 114 Milliarden Euro, die jetzt freigesetzt werden können. Diese Mittel stehen zur Abfederung von Verlusten, aber auch zur Vergabe neuer Kredite zur Verfügung. Schätzungen der EZB und von Finanzanalysten zufolge
beträgt die Kreditvergabekapazität etwa das 12- bis 15-fache des verfügbaren Kapitals. Theoretisch würden alleine die Überschusspuffer ausreichen, um über 3 Billionen Euro zusätzliche Kredite zu vergeben. Aber das ist bei dieser Entscheidung natürlich nicht der einzige Faktor. Zum Vergleich, per Ende 2019 hatte die deutsche Kreditwirtschaft 4,3 Billionen Euro Kredite und an Private vergeben. Unser zweites Podium heute dient der Bewertung der Maßnahmen der Aufsicht aus Sicht der BaFin, aus Sicht einer großen und einer mittelgroßen Bank. Für mich sind hier die Kernfragen: Wie gut funktionieren die Maßnahmen in der Praxis? Wie lange bleiben sie bestehen? Denn klar ist auch, es muss und es wird zu gegebener Zeit einen Exit aus den aktuellen Sondermaßnahmen geben. Niemand soll damit rechnen, dass die bankaufsichtlichen Anforderungen dauerhaft gelockert werden. Bitte stellen Sie sich auch darauf ein. An unserer Glaubwürdigkeit als Aufsicht lassen wir nicht rütteln. Lassen Sie mich zu meinem dritten und letzten Punkt kommen. Was kommt noch auf uns zu? Der Wunsch nach Projektionen ist verständlicherweise groß, wie auch das Eingangszitat gezeigt hat. Lassen Sie uns, auch wenn die Unsicherheit natürlich enorm ist, einen vorsichtigen Blick darauf werfen, was wir heute wissen und was wir schon ahnen können. Die Krise wirkt über ganz unterschiedliche Kanäle auf den Finanzsektor. Die operationellen Risiken im allgemeinen Geschäftsbetrieb scheinen aktuell, wie auch ausgeführt, beherrschbar. Liquiditäts- und Marktrisiken haben sich bereits unmittelbar in den Bankbilanzen niedergeschlagen. Die Liquidität ist momentan ausreichend komfortabel, die geldpolitischen Maßnahmen wirken. Die Marktrisiken scheinen nach den ersten größeren Kursschwankungen trotz erhöhter Volatilität ebenfalls beherrschbar. Die größten Sorgen machen mir als Aufseher die Kreditrisiken, die voraussichtlich vermehrt ab dem dritten Quartal schlagend werden. Schauen Sie die Zahlen auf dieser Chart an. Die Wertberichtigungsquoten in den letzten Jahren lagen während der Dotcom-Krise bei 2,4, während der Finanzkrise bei 1,8. Und interessanterweise gibt es überhaupt keine vernünftige Korrelation zwischen dem Abschwung des BIP auf der einen Seite und den Kredit- und den Wertberichtigungsquoten. Legt man also Schätzungen, die bisweilen geäußert werden, zugrunde, dann würden bei einer Verdreifachung der Wertberichtigungsquote womöglich 100 Milliarden Euro an Ausfällen anfallen. Das unterstellt aber, dass die Wertberichtigungsquote größer ist als die höchste Zahl, die wir in den letzten seit der 2000er-Wende erreicht haben. Moratorien, Bilanzierungs- und Abschreibungsregeln führen hier zu einem Zeitgewinn, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Außerdem helfen die KfW und Kredite und andere staatlichen Maßnahmen dabei, Unternehmen solvent zu halten. Doch der Moment der Wahrheit wird kommen, wenn sich die Kreditrisiken materialisieren. Wir wissen nicht, wie sich der Wertberichtigungsbedarf tatsächlich entwickelt. Das verfügbare Kapital ist aber ausreichend, um Wertberichtigungsquoten, wie wir sie 2003 und 2009 gesehen haben, zu decken. Das gilt jedenfalls für die deutschen Banken in ihrer Gesamtheit, womöglich aber nicht für jedes einzelne Institut. Lassen Sie mich nun zu unserem ersten Dialogelement kommen. Uns interessiert die Frage, wie Sie die Wertberichtigungsquoten einschätzen, natürlich sehr. Und deswegen möchten wir Sie bitten, jetzt an einer Online-Umfrage, der ersten Online-Umfrage teilzunehmen. Die Wertberichtigungsquote für Kredite ist in den letzten Jahren auf etwa 0,5% gesunken. Auf welchen Wert wird sie sich Ihrer Meinung nach bis zum Ende des Jahres einpendeln? Zwischen 0,5 und 1,5%, zwischen 1,5 und 2,5% oder sogar über 2,5%. Bitte nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil. Wir präsentieren die Ergebnisse dann im ersten Panel.
Auch wenn die Kreditvergabe schnell und effizient laufen muss, ist für uns als Aufsicht auch klar, das Vorsichtsprinzip muss weiterhin gelten. Blinde Kreditvergabe heute würde zu einer Flut von faulen Krediten morgen führen. Wir sollten heute keine Altlasten schaffen, die uns alle womöglich weit in die Zukunft belasten. Deshalb gilt, der Prozess in den Banken muss weiter risikoorientiert bleiben. Die höheren Risiken dürfen das Verlustabsorptionspotenzial der Banken nicht übersteigen. Wie aber könnte der Bankensektor nach der Krise, also Post-Corona sozusagen, aussehen? Das kann natürlich keiner heute verlässlich sagen. Aber eins wissen wir, schon vor der Krise war die Lage nicht gerade einfach. Ich denke an die Profitabilität, die Niedrigzinsen, die Digitalisierung, Konsolidierung und auch an den Brexit. Jetzt kommt eine unerwartet harte Rezession dazu mit dem in jüngerer Geschichte völlig unbekannten Muster eines Shutdowns. Gleichzeitig sammeln wir alle, auch die Kreditinstitute und auch wir Aufseher, gerade wichtige digitale Erfahrungen, die das Bankgeschäft auch mittel- und langfristig verändern könnten. Klar ist, die Struktur des Banksektors wird sich verändern, eventuell schneller als vor der Krise angenommen. Und so diskutiert dann unser drittes Podium über den Bankensektor post-Corona aus dem Blickwinkel der Finanzpolitik, der Wissenschaft und des Finanzjournalismus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuschauer, ich komme zum Schluss. Aus der Sicht der Bundesbank ist erstens aktuell die Lage im Bankensektor stabil, operatives Geschäft und Kreditvergabe laufen. Zweitens, wir müssen besonders die Kreditrisiken ernst nehmen, aber auch diese scheinen Stand heute zumindest im Aggregat tragbar oder um in einem Bild zu sprechen, die Deiche sind hoch und dicht, aber niemand weiß, wie heftig die Flut branden wird. Und drittens, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bankensektor wird sich verändern. Die Realität, aus der wir in die Krise gegangen sind, wird nicht dieselbe sein, wie die Realität, in der wir nach der Krise zurückkommen. Und das wird insbesondere für den Bankensektor eine große Herausforderung. Nun bin ich aber gespannt auf unsere Diskussion und die Beiträge von Ihnen allen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Herr Würmeling. Ja, wir wollen direkt weitermachen mit dem ersten Podiumsdiskussion. Es ist klar geworden, dass ganz im Gegensatz zur letzten großen Finanzkrise, in dieser Krise die Banken ein Teil der Lösung sein müssen und sind. Und die große Frage stellt sich, wie geht es den Banken und was können sie denn wirklich zur Belebung der Wirtschaft tun? Ich bin sehr glücklich, nun die Panelisten mit hinzuzuschalten. Wir sprechen mit Yves Mersch, dem stellvertretenden Vorsitzenden des SSM, des Single Supervisory Mechanism, Karin Brigitte Göbel, Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Düsseldorf und Frau Dr. Ingrid Hengster, Mitglied des Vorstands der KfW. Ich glaube, wir müssen noch einen kleinen Moment warten. Das digitale Format ist ja noch... hören Sie mich schon? Frau Hengster. Hier bin ich. Können Sie mich hören? Ja, super. Genau, ich kann Sie hören. Wir warten noch einen kleinen Moment auf Frau Hengster und würden dann eigentlich... Wir können ja links schon anfangen mit den ersten Fragen. Ist Herr Mersch schon da? Okay, Frau Göbel, dann fangen wir doch mal damit an, weil Sie sind ja auch quasi an der Front sozusagen, wenn man das so sagen möchte. Dadurch, dass Sie Vorstandsvorsitzende einer Stadtsparkasse sind in Düsseldorf. Vielleicht können wir mit Ihnen erstmal die Frage erörtern, wie sehen Sie sich denn als Teil der Lösung? Wie ist die Situation denn momentan? Wir haben eine extrem hohe Anzahl von Kundenanfragen gehabt, haben aber dann auch sehr proaktiv, und das ist ein Teil unserer Lösung, mit den Kunden Kontakt aufgenommen, über Telefon natürlich, über Video zum Teil, und haben einen großen Beratungsbedarf festgestellt. Können Sie mich nicht hören? Doch, ich kann Sie hören. Okay, jetzt können Sie mich hören. Alles gut, fahren Sie fort, entschuldigen Sie. Ich bin auf Mute.
Okay. Und haben dann festgestellt, dass die Flut, ich darf das wirklich so bezeichnen, der Anträge, die zu erwarten sind, mit den üblichen Wegen nicht zu bewältigen sind, weil wir unsere Verantwortung sehen, die Wirtschaft möglichst schnell zu stabilisieren und hier der regionalen Wirtschaft zur Seite zu stehen. Wir haben deswegen auch die moderne Technik genutzt, in einem super agilen Team eine mediale Online-Strecke gebaut, wo es dem Kunden ermöglicht wird, seinen Liquiditätsbedarf zu messen, um auch festzustellen dann, welche Unterlagen brauche ich, um beantragen zu können, die unterschiedlichsten Programme, die ja das Land und der Bund fantastisch vorbereitet haben und auf der anderen Seite aber den aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen. Und so haben wir in den ersten Tagen investiert, wirklich vorinvestiert, um dann in der Zwischenzeit eine Vielzahl von Anträgen bereits an die KfW weitergeleitet zu haben. Und ich darf an dieser Stelle vielleicht schon sagen, Teil der Lösung heißt auch, dass das Zusammenarbeiten mit der KfW so reibungslos geht, aber auch mit dem Land NRW, die Schnellhilfe war ja da ein Thema, dass wir hier schon Auszahlungen auf Seiten der Konten haben, unserer Kunden, sodass die erste große Liquiditätslücke im Moment für viele, die in diese Programme fallen, ich denke, das werden wir später vertiefen, eben gelöst ist. Das heißt aber nicht, dass perspektivisch das so bleibt, weil ich glaube, da liegen noch einige Aufgaben vor uns. Und ich weiß, dass wir das bestimmt gleich noch diskutieren werden. Was wäre noch wünschenswert damit, wenn die Wirtschaft jetzt wieder anläuft? Herr Weidmann sagte ja vorhin auch, dass es wieder zu den Lockerungen kommt und wir vielleicht beginnen. Oder es ist schon bereits in der Lockerung und wir müssen wieder beginnen, hier zu stabilisieren, was dann die Unternehmer benötigen, um nachhaltig wieder erfolgreich zu sein. Vielen Dank. Vielleicht springe ich erstmal rein und stelle erstmal Herrn Mersch vor, der jetzt auch dazu gekommen ist. Yves Mersch, den stellvertretenden Vorsitzenden des SSM, des Single Supervisory Mechanism. Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Vielleicht können wir gerade auch mit Ihnen dann nochmal die Rolle der Banken beleuchten und ob die Banken überhaupt Ihrer Meinung nach dem Anspruch gerecht werden können, die Realwirtschaft zu retten, in Anführungsstrichen. Die letzte Krise, die wir hatten, war eine Bankenkrise. Da mussten die Banken gestützt werden. In dieser Krise brauchen wir die Banken, um die Wirtschaft zu stützen. Und in dieser Hinsicht ist es wichtig, die Ausgangslage zuerst zu analysieren. Und wir sehen jetzt die ersten Resultaten vom ersten Quartal dieses Jahres. Und was die deutschen Bankenmarkt anbelangt, wissen wir ja, dass es der einzige Bankenmarkt in Europa ist, der ein negatives Return on Equity hat. Dieses Return on Equity hat sich im ersten Quartal noch ein wenig verschlechtert im Vergleich zum Quartal 4 2019, aber auch gegenüber dem Vorjahresquartal 2019 allerdings nur um knappe 4 Basispunkte. Das ist also die Ausgangslage. Vor diesem Hintergrund haben wir natürlich versucht, dass die Banken so viel wie möglich ihre Intermediationsrolle in der Marktwirtschaft weiter ausüben können. Und das hat einen Schub ausgelöst, der sowohl von europäischer Seite, von der Kommission, von der Europäischen Bankenaufsicht, von der mikroprudentiellen Aufsicht, von der makroprudentiellen Aufsicht auf nationaler Ebene, von der BaFin, von der Europäischen Kommission und sogar auf globaler Ebene vom Basel-Komitee unterstützt worden mit einem dreifachen Ansatz. Erstens, wir versuchten dort, wo prozyklische Effekte sich bereit machten, diese einzudämmen. Zweitens, wir versuchten, das operationelle Risiko bei den Banken einzudämmen, dadurch, dass wir auch den Stresstest zum Beispiel verschoben haben. Wir haben auch kapitalfördernde Maßnahmen unternommen auf diesen verschiedenen Ebenen. Und die Zusammenarbeit zwischen der nationalen Ebene und der europäischen Ebene, zwischen dem bankenaufsichtsrechtlichen und auch dem Zentralbanken fördernden Maßnahmen, die hat im Moment dazu geführt, dass die Auswirkungen
auf die Wirtschaft über den Bankenweg sich nicht verstärkt haben, sondern die Kreditvergabe an die Wirtschaft sich praktisch ein wenig stabilisiert hat. Und das, glaube ich, ist ein großer Erfolg im Vergleich zu anderen Krisen. Vielleicht kurz eine Frage aus dem Publikum, von den Zuschauern. Vielleicht an beide, also an Frau Göbel und auch an Sie, Herr Mersch. Gibt es schon Abschätzungen, was die Rezession für die deutschen Banken bedeutet? Sie haben es ja eben schon mal angesprochen, dass die deutschen Banken mit einer sehr geringen Profitabilität in die Krise gestartet sind. Also die Frage ist, gibt es schon Abschätzungen, was die Rezession für die deutschen Banken bedeutet? Ist die Widerstandskraft wirklich so groß oder werden nicht die Ausfälle von Kreditnehmern und die erforderliche Risikovorsorge der Banken erheblich belasten? Wenn ich beginnen soll, gerne. Ja, gerne. Also es ist dringend, nur ich nicht. Es ist zurzeit noch sehr früh, um zu sagen, wie wirkt es sich aus. Deswegen schließe ich noch mal kurz darauf an. Ich glaube, wir müssen im zweiten Schritt zur Rekapitalisierung der Unternehmen beitragen, wenn die Wirtschaft wieder anläuft. Was wir aber sehen, wird ein Abschwung sein zwischen 5-10%, glaube ich. Und das ist noch nicht das Worst Case, weil ja auch ganz Europa und die Welt eben in diesem Lockdown sich befindet und Lieferketten eben unterbrochen sind. Es wird eine Nummer, wo man anrufen kann. Eine Rekalibrierung sein im Sinne der, was war ein gutes Geschäftsmodell und was wird ein schlechtes. Und wenn man die Banken als Spiegelbild der Wirtschaft sieht, sind es quasi die Herausforderungen, die vor uns liegen, um möglichst eine sanfte Landung zu erreichen. Aber es wird nicht ohne Ausfälle gehen, weil ich einfach glaube, dass ein Teil der Unternehmen, die schon vor Corona vielleicht in einer schwierigen Phase waren, in einer Restrukturierung, weil die Marktmodelle nicht mehr passten, dass die auch nach Corona kein Geschäftsmodell finden. Also von daher wird unser Wertberichtigungsbedarf steigen. Die Anforderungen, die dann natürlich aufsichtsrechtlich an Eigenkapital und Sonstiges passiert, wird zu abzufedern sein. Aber wir sehen uns als Spiegelbild der Wirtschaft. Können Sie mich hören? Ja. Okay, fein. Von daher haben wir schon die sogenannten Stresstests durchgerechnet, einen Corona-Stresstest, und wir sehen, dass wir noch tragfähig sind bei gutem, weil wir gut ausgestattet sind, aber dass man genau hinschauen muss und eben auch die von der Aufsicht gereichten Hilfestellungen nutzen, aber auch genauso hart daran arbeiten muss, an der Rekapitalisierung, an der Positionierung der einzelnen Versorgung. Herr Mersch, was denken Sie zu den Auswirkungen auf die deutschen Institute von der Rezession? Hören Sie mich, Herr Mersch? So, vielleicht kann ich auch zu diesem Punkt sagen, zuerst haben wir uns darauf konzentriert, die operationelle Resilienz der Bankensysteme aufrechtzuerhalten, die Liquidität in dem Markt für die Banken auch zu unterstützen. Dann haben wir uns auf das Marktrisiko auch konzentriert, um die Funktionsfähigkeit des Marktes aufrechtzuerhalten. Aber jetzt wird sich natürlich verstärkt die Vorsorge auf das Kreditrisiko hinwenden. Und in diesem Bereich wird es zu einer Verschlechterung kommen. Wir werden ein Ansteigen der Risk-Weighted Assets sehen. Wir werden auch deshalb eine Verschlechterung der Kapitalsituation in den Banken sehen. Aber man darf nicht vergessen, was es auch bis jetzt schon getan wurde. So haben die Kapitalmaßnahmen der EZB sich auf ungefähr 120 Milliarden Kernkapitalanhebung ausgewirkt, was einer zusätzlichen Finanzierung im Bereich von mehr als 1,8 Billionen Euro entspricht. Wir haben auch durch die aufsichtsrechtlichen Entlastungen und andere Maßnahmen einen Gesamtverlust Absorptionskapazität ausgerechnet, das sich auf rund 635 Milliarden Euro beziffert oder fast 7% der Risk-Weighted Assets. Also es ist auf dieser Hinsicht ja auch vorgesorgt worden in einer gewissen Hinsicht,
dass wir nicht von einer Wirtschaftskrise in eine Bankenkrise mutieren. Und die nationalen Beiträge über die Garantiebestimmungen in den verschiedenen Ländern und auch über die Moratorien für Zahlungsaufschübe, die haben auch dazu geführt, dass wir die Ausfälle fair auf die Zeit verteilen können. Wir haben auch die Anforderungen in den Vorgaben zur Rechnungslegung in dieser Hinsicht auch auf die Zeitebene gestreckt, dass wir nicht einen vollen Bankenproblem bekommen, nachdem wir einen sehr großen Durchhänger im Wirtschaftswachstum haben. Wir wissen im Moment noch nicht genau, was sind die Auswirkungen und die Tiefe der Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und erst wenn wir das besser berechnen können und wie schnell die Wirtschaft sich auch wieder erholen wird. Aber da sind einige Unberechenbarkeiten, wie zum Beispiel, wie werden die Global Value Chains sich in Zukunft verhalten? Wie ist die Auswirkungen auf den internationalen Welthandel? Und dann sind natürlich verschiedene Nationalwirtschaften sektoriell stärker betroffen von der Krise, besonders jene, die zum Beispiel vom internationalen Transport sehr viel abhängig sind durch ihre Abhängigkeit vom internationalen Handel. Aber auch sektorielle Schwachstellen könnten eventuell im Automobilbereich erscheinen. Und solche Wirtschaften, die eher im Süden anhängig sind, die sehr vom Tourismus abhängen. Alle diese Unberechenbarkeiten sind im Moment noch nicht imstande, in unsere bestehenden Modelle einzufließen. Und ob unsere bestehenden Modelle auch in Zukunft die gleiche robuste Sicherheit haben, die wir in der Vergangenheit erkennen konnten, ist auch eine Frage. Deshalb ist es verfrüht, jetzt schon zu sagen, so tief werden wir fallen, so schnell werden wir aufsteigen und so werden die Auswüchse auf den Bankensektor sein. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir sichergestellt haben, dass der Bankensektor reagieren kann, dass wir mit dem Bankensektor den Kreditfluss an die Wirtschaft aufrechterhalten werden. Aber wir sollten aufpassen, dass wir nicht in eine Zombie-Wirtschaft hineinwachsen, wo aus Liquiditätsproblemen dann die Solvenzprobleme unerkannt bleiben. Das ist eine andere Gefahr, die wir umschiffen müssen. Herr Mersch, super. Vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, mal die Umfrageergebnisse einzublenden, weil die drehen sich natürlich genau um die Frage, was erwarten unsere Zuschauer von der Entwicklung der Wertberichtigungsquote für Kredite bis zum Jahresende. Und da scheint es ja so zu sein, dass die Mehrheit eigentlich die Mitte annimmt, aber es ist relativ. Also es ist kein wirklich signifikantes Ergebnis, es ist recht weit gestreut, wahrscheinlich gemäß den Erwartungen auch, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Also auf jeden Fall wird erwartet, also das, im Median, dass 1,5 bis 2,5 am Jahresende bei rauskommt und eher dann die Tendenz zu weniger als noch zu mehr. Also ich würde sagen, dass Publikum ist moderat optimistisch für die weitere Entwicklung der Kreditausfälle, wenn man das mal so zusammenfassen darf. Frau Göbel, wie sehen Sie das denn von Ihrem aktuellen Geschäft? Was planen Sie denn? Also es ist wirklich, wie Herr Mersch auch sagte, noch sehr früh, um es wirklich einschätzen zu können. Wir gehen weniger vom steilen V-Formationen aus als von einem U. Das heißt, es wird länger in dem zurückhaltenden Bereich sich befinden, unsere Wirtschaft. Was ich persönlich glaube und aus den vielen Gesprächen auch mitgenommen habe, ist Folgendes. Wir schaffen es, genau jetzt die Wirtschaft mit Liquidität zu versorgen, um über diese schwere Phase zu helfen. Es muss uns gelingen, in der Zukunft realistische Geschäftsmodelle zu stützen und nicht jedes Geschäftsmodell, was jetzt quasi auch nach Corona oder auch vor Corona nicht mehr überlebensfähig war. Ich will da nochmal anknüpfen. Aber genauso müssen die Kredite, die wir ja jetzt vergeben, müssen diese wieder zurückgezahlt werden. Und dann, glaube ich, ergibt sich die wahre Krise für unsere Unternehmen in dem Sinne,
dass wir dort fragen, wie kann ein Unternehmen sich wieder rekapitalisieren, weil das verhindert auf der anderen Seite die Ausfälle für die Banken. Und ich glaube, genau in diesem Fenster müssen wir nochmal schauen, gemeinsam, Politik, Wirtschaft, Aufsicht, wie schaffen wir es mit Nachrangkapital, mit verlorenen Zuschüssen, die Rekapitalisierung darzustellen für die Unternehmen, um in der Aufschwungsphase wieder dabei sein zu können. Immer vorausgesetzt, ich habe ein existierendes Geschäftsmodell. Und dann ist auch dieses Bild, was gerade die Meinungsumfrage des Publikums gegeben hat, dass die Ausfälle nicht so hoch sind, ist dann sehr realistisch, weil man durch ein Tal der Tränen geht, was dann aber wieder nach vorne, weil Konsum nachgeholt wird, zwar nicht alles, aber die Wirtschaft wieder beginnt aufzubauen, auch vielleicht neue Ideen findet, wo man sich positioniert, dass man dann wieder aus der Krise kommt und Liquidität hat, um Darlehen zurückzuzahlen. Und wenn wir jetzt über die Moratorien ja nachdenken, und es wird ja auch sehr, sehr häufig jetzt genutzt, dann gibt das ja Zeit, um sich in der Krise neu zu positionieren. Aber ich bitte nochmal nachher in den Diskussionen darüber nachzudenken, inwiefern wir an die Rekapitalisierung denken, damit die Ausfälle nicht so hoch werden. Was sind denn für Sie limitierende Faktoren bei der Kreditvergabe und können Sie wirklich jegliche Kreditvergabe befriedigen oder sagen Sie auch bei manchen, nee, das geht nicht, weil irgendwie das Geschäftsmodell vielleicht die Krise oder nach der Krise nicht trägt? Also wir haben limitierende Faktoren. Einmal ist das Rating zu betrachten. Wie war das Rating, das aktuelle Rating vor der Krise? Darauf aufbauend kann man ja ausgehen, wenn man das über eine Historie sieht, dass das Unternehmen gut positioniert war, das Management passte, dass man jetzt sagt, das passt. Wenn aber ein Rating vor der Krise ohne Aussicht auf Verbesserung schon sehr schlecht war, dann ist die Frage, ich glaube, die sprach Herr Merch auch an, muss man das dann fördern oder ist das verlorenes Geld? Es wird aber auch Unternehmen gehen und auch da schauen wir auf den Unternehmer und auf das Geschäftsmodell, die nach Corona so nicht mehr existieren können, weil einfach der Markt sich verändert. Und dann muss man schauen, inwiefern man dort, und das versuchen wir, letztendlich Wege findet, in einer Neugründung wieder zu sein. Also ganz klare Antwort, nicht jeder Bedarf kann befriedigt werden, trotz aller Fördermaßnahmen. Und mancher Bedarf kann jetzt nicht befriedigt werden, weil einfach die Programme auch nicht zu den Unternehmen passen. Ich will vielleicht ein Beispiel konkret geben. Wenn Sie vor der Krise in einer Restrukturierung waren und letztendlich dort oder in einer Gründung noch keine positiven Ergebnisse, dann kann man im Moment auf Basis der Szenarien keine neue Liquidität vergeben. Also, oder nur sehr schwer, weil wir eben kein Private Equity oder Nachrang vergeben können. Und das sind dann Unternehmen, die im Moment ohne Liquidität dastehen. Vielleicht gucken wir da noch mal die aufsichtsrechtliche Perspektive an, Herr Mersch. Der Bundesfinanzminister Scholz hat ja quasi nach der Corona oder am Anfang der Corona-Krise die Devise ausgegeben, dass man mal 5 Grade sein lassen soll und jetzt einfach machen. Wie sehen Sie das denn und was erlaubt die Aufsicht? Also die Aufsicht hat vor allem versucht, dass wir die Krise nicht verschärfen durch bestehende prozyklische Effekte, die in unseren Regelungen vielleicht noch versteckt waren und die wir jetzt ausgebügelt haben. Zweitens wird es aber nicht darum herum zu reden sein, ein Bankensektor kann seinen Anforderungen immer besser entsprechen, wenn seine Erträge besser sind und wenn die Rentabilität auf einem höheren Niveau ist. Und das ist natürlich nach wie vor eine große Frage, die im deutschen Raum steht. Also auch der deutsche Bankensektor wird in Zukunft noch größeren Herausforderungen gegenüberstehen. Und ich glaube, sowohl die Unternehmen wie auch die Banken ihrerseits müssen an einer Überarbeitung ihrer bestehenden Strategien arbeiten, um sicherzustellen, dass sie auch ihre Geschäftsmodelle an die neue und künftige Realität anpassen. Denn die wird eine andere sein. Es ist nicht so, dass man sich vorstellen kann, dass wir ganz einfach morgen wieder dort anknüpfen, wo wir gestern weggefahren sind. Also es wird eine Änderung in dem Verhalten der Wirtschafts,
Leute kommen, von dem Verhalten im Konsumverfahren, von dem Verhalten im internationalen Handel. Und das muss in die Überarbeitung der Geschäftsmodelle einfließen. Was bedeutet es denn konkret, Herr Mersch, und was denken Sie denn dann? Was sind denn die größten Herausforderungen durch quasi die neue Realität? Änderungen in Verhaltensverfahren sind sehr schwer vorauszusagen. Das hängt auch davon ab, man muss eine sektorielle Analyse machen, in welchen Sektoren die Kunden der verschiedenen Banken sind, ob diese Kunden stärker betroffen wurden von der Krise und ihren Auswirkungen als andere. Zweitens gibt es ganz sicher eine Weiterführung der Digitalisierung, vor allem des Finanzwesens. Und die Änderungen, wie gesagt, auch im Konsumbereich müssen gründlich analysiert werden. Das sind für mich die drei Themen, die vorrangig für jede Bank analysiert werden müssen. Schauen wir mal auf die operationale Ebene, den Bankbetrieb. Frau Göbel, wie funktioniert Ihre Sparkasse denn ganz praktisch im Shutdown? Da sind ja nun auch große Herausforderungen zu meistern. Der Shutdown hat dazu geführt, dass eben fast 65% der Mitarbeitenden mobil arbeiten und im Homeoffice sind, dass die Kunden akzeptieren. Das ist ganz interessant, was vor Corona gar nicht möglich wäre, telefonische Beratung oder eben auch bezahlen ohne Bargeld. Also ganz viel Digitalisierungstechnologie. Und in dem Zusammenhang haben wir einen riesen Quantensprung in Akzeptanz und Lernen gehabt, innerhalb der kürzester Zeit, vielleicht auch aus der Not geboren. Und wir sind gut unterwegs. Also es funktioniert. Es funktioniert eben über GoToMeeting. Es geht manches wesentlich anders als vorher. Aber die Akzeptanz ist da, sowohl auf Seiten der Kunden, auf der Geschäftspartnerebene. Selbst, ich sag mal, der persönliche Service, der nötig ist, lässt sich einrichten, da wo es möglich ist, haben wir eben auch Filialen offen gehalten oder auch Firmenkundenberatung eben über Videokonferenzen gemacht. Es wird genauso sein, dass man sich überlegen muss, ist das alles, was wir vorher gemacht haben, für die Zukunft relevant oder gibt es nicht eine Chance, eine Art Reset in dieser Krise, um sich neu zu positionieren, Digitalisierung weiter einzusetzen, eben andere Wege für klassisch eingefahrene Dokumentenbearbeitung zu nutzen. Was sonst über Jahre passiert wäre, geht jetzt wahrscheinlich über Monate. Und wir sollten auch nicht in Teilbereichen zu dem Vorkrisenstatus zurückkehren. Wir sollten aus der Not eine Tugend machen und dieses nutzen und einfach da weiterarbeiten. Ich glaube, das ist genau das, vor der Herausforderung, vor der wir jetzt alle stehen. Das gilt nicht nur für Banken, aber es funktioniert so wie üblich. Ich glaube, der Kunde würde gar nicht merken, dass über 60% der Mitarbeitenden remote arbeiten. Ich höre gerade, Frau Hengster ist jetzt auch zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Hengster. Guten Morgen von meiner Seite. Und hallo. Sorry, es hat irgendwie technisch dann doch bei uns nicht funktioniert. Ja, wir sind, glaube ich, alle noch an den Anfängen, das komplette digitale Konzept so umsetzen zu können, dass es friktionslos läuft, also kein Problem. Vielleicht kann ich Sie gerade mal dazu fragen, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Wir sind zwar jetzt schon im operationalen Bankbetrieb im Grunde genommen angekommen, aber lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen und zu schauen, wie die Kreditnachfrage denn bei der KfW läuft und wie Sie Ihre Rolle sehen in der Bewältigung der Krise. Ja, herzlichen Dank für die Frage und auch noch mal einen guten Morgen an alle Zuhörer von meiner Seite. Ich habe ja schon Herrn Mersch und Frau Göbel auch verfolgen können. Ich glaube, man kann sagen, alle Banken, die Geschäftsbanken, aber auch die Förderbanken und hier auch sehr stark die KfW hatten und haben bei der Bewältigung dieser Corona-Krise eine ganz zentrale Rolle. Wir haben mit umfangreichen Programmen hier seit März unterstützt. Es gibt das sogenannte Sonderprogramm, das seit 23. März läuft und daneben noch den Schnellkredit, darauf werde ich auch noch eingehen. Das ist ein breit angelegtes Hilfsprogramm für Mittelständler und junge Unternehmen, genauso wie Unternehmen in DAX-Größenordnungen. Und dieses Programm nutzt das zwei Wege über die Bankdurchleitung und auch über die Konsortialfinanzierung, um Ihnen so einen Überblick zu geben. Per heute Morgen hatten wir Anträge über 34 Milliarden und 27.000 Stück im Haus.
Und vielleicht auch noch die wichtige Botschaft, 98% dieser Kredite werden vollautomatisiert zwischen uns und den Hausbanken und den Endkreditnehmern abgewickelt. Im Durchschnitt werden so am Tag 1500 Anträge gestellt und auch zugesagt. Und sehr viele der Anträge sind kleine Volumina, im Median der Kreditbetrag bei 100.000 Euro. Also man sieht, es kommt wirklich sehr stark bei den KMUs, bei den kleinen Unternehmen an. Mengenmäßig dominiert das breite Durchleitungsgeschäft, wo wir wirklich die Hausbanken vor Ort brauchen, die dann wiederum diese Kredite gemeinsam mit ihren Kunden beantragen und sicherstellen, dass das Geld sehr schnell bei den Kunden ankommt. Ich habe gesagt, 98% automatisiert, 98% der Kreditbeträge sind auch unter 3 Millionen, also wirklich für die KMUs aufgestellt, und die Konsortialfinanzierung decken dann die großvolumigen Finanzierungsbedarfe ab. Wichtig war, und ich glaube, das wird von Anfang an der heutigen Tagung halt auch immer wieder darauf hingewiesen, um das möglich zu machen, war es wichtig, eben Haftungsfreistellungen für die Banken einzuführen. Das kennen wir ja auch schon aus der Finanzkrise, dieses Instrument. Die sind jetzt im Rahmen der Corona-Hilfe nochmal deutlich ausgeweitet worden. Man hat im Sonderprogramm für die KMUs 90%ige Haftungsfreistellung, 10% Haftung bei der Hausbank. Das heißt, 90% der Haftung liegt beim Bund. Bei den großen Unternehmen 80% Haftungsfreistellung und 20% beim Bund. Wir haben dann im Laufe der Diskussionen mit den Banken festgestellt, dass das noch nicht reicht, dass es eben viele Unternehmen gibt, wo es echt extrem schwer ist einzuschätzen, wie die Entwicklung weitergeht, wie man ein Unternehmen einschätzen kann, gerade bei den kleineren. Und dafür wurde dann letztes Monat auch noch der Schnellkredit eingeführt für Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten. Diese Unternehmen sind mindestens seit 1. Januar 2019 am Markt und haben in 2019 oder im Durchschnitt der letzten 3 Jahre auch Gewinne erzielt. Und bei diesen Krediten gibt es eine 100%ige Haftungsfreistellung. Und wir haben jetzt über die letzten 2 Wochen gesehen, auch da haben wir jeden Tag hochlaufende Zahlen. Also auch da sehen wir eine große Nachfrage und ein wirklich, und dass es im Markt auch gebraucht wird. Und so als Zusammenfassung kann man sagen, ich glaube, man kann aus dieser Krise wirklich heraus feststellen, alle, die beteiligt sind, um hier helfen zu können, arbeiten wirklich Hand in Hand. Das ist die Aufsicht, das ist die Geldpolitik, das sind die Geschäftsbanken vor Ort. Dann möchte ich auch ein ganz großes Lob aussprechen, denn die Geschäftsbanken vor Ort und die Hausbanken haben wirklich mit Tausenden von unterschiedlichen Anträgen zu kämpfen, aber auch die Förderbanken und die Politik wirken hier wirklich sehr gut zusammen. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Abschluss. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit für das Panel gekommen zum Thema Kreditrisiko. Frau Hengster, wir hatten eben eine Umfrage eingeblendet, wie die Wertberichtigungsquote sich vielleicht entwickeln könnte, zumindest was unsere Zuschauer denken, wie sie sich entwickeln wird. Und da kam dann bei raus, dass die meisten Zuschauer dachten, dass es zwischen 1,5 und 2,5% am Jahresende stehen wird, die Wertberichtigungsquote. Vielleicht noch mal kurz zu Ihnen. Was erwarten Sie, also wirklich nur eine kurze Antwort bitte, zu der Entwicklung der Wertberichtigungsquote, der Kreditrisiken? Also wir kommen von einem historisch niedrigen Niveau, überhaupt keine Frage. Und die Banken haben das gut nutzen können in den letzten Jahren, um weitere Puffer aufzubauen. Das ist die Ausgangslage. Natürlich werden wir jetzt ein schwieriges zweites, drittes, viertes Quartal und vielleicht sogar Jahr 2021 sehen. Ich glaube, es ist wirklich noch zu früh, um auch wirklich sagen zu können, man kann die Quoten sehr valide einschätzen. Die Krise ist im Wesen nach singulär und wir müssen die genaue Dauer, die Wirkung politischer Hilfsmaßnahmen noch abschätzen, um uns da ein endgültiges Bild machen zu können. Ich kenne auch die Zahl der EU-Kommission, die unterstellt, dass die EU-Institute dieses Jahr zusätzliche Wertberichtigungen in Höhe von näherungsweise 100 Milliarden zu stemmen haben werden. Das erscheint mir schon plausibel, aber eine konkrete Quote
ob die jetzt irgendwo zwischen 1,5 und irgendwo da mehr in der Mitte liegt. Ich glaube, das ist wirklich zu früh. Herr Mersch, ganz kurz zum Abschluss. Haben Sie Angst, dass eine Bank kippt im Zuge der Corona-Krise? Ich glaube, das ist ein wenig überspitzt, aber ich bin überzeugt, dass der Reformkurs in der Zukunft, der notwendig sein wird, um die hohen Bestände oder die steigenden Bestände an notleidenden Krediten, dass der abgebaut, dass der verstärkt werden muss, sonst wird das Wirtschaftswachstum noch verringert werden und dass es auch im Markt Zweifel gibt an der Bestandsfähigkeit eines fragmentierten und overbankten europäischen Finanzsystems. Diese Zweifel müssen ernst genommen werden. Die Aktienmarktbewertungen der Banken sind auf historische Tiefstände gerutscht. Das sehen wir, dass wir schon unter dem Buchwert der Banken im Euroraum allgemein lagen und diese Buchwerte gegenüber den aktuellen Marktbewertungen sind noch weiter gerutscht. Also eine Behebung der strukturellen Leistungsschwäche ist nun unumgänglich im Bankenmarkt. Jene Banken, die über kein tragfähiges Geschäftsmodell verfügen werden, die sich aber dank der relativ niedrigen Zinssätze im Moment noch über Wasser halten können, die werden unter Druck geraten. Und eine gewisse Konsolidierung im Bankensektor wird auch in der Zukunft ein Thema bleiben. Frau Göbel, glauben Sie, dass Sie die erwartenden Ausfälle tragen können? Und vor allem glauben Sie, dass Sie an den Kapitalpuffer ran müssen? Wir sind... Entschuldigung. Frau Göbel, bitte. Herzlichen Dank, Herr Mech. Wir sind gut vorbereitet. Wir sind vorbereitet, weil wir in den letzten Jahren daran gearbeitet haben, aufsichtsrechtlich eine gute Kapitalausstattung zu haben, dass wir diese Zeit überstehen, dass wir der Wirtschaft zur Seite stehen können, um dabei zu helfen, zu unterstützen, dass wir hier unser, ich sag mal, den Arbeitsplatz erhalten und die Wirtschaft wieder nach vorne bringen. Es braucht ein richtiges Augenmaß und ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten das alte Hausbankprinzip, die Nähe zum Unternehmer, das Verständnis für den regionalen Markt von Vorteil ist und wir damit ein Geschäftsmodell haben, was nachhaltig dazu beiträgt, eben Wirtschaft zu stabilisieren und den Mittelstand und ja das, was unser Land ausmacht, auch zu stärken. Ich bin zuversichtlich, aus der Krise zwar nicht unbedingt euphorisch hervorzugehen, aber wir werden auf jeden Fall so da durchkommen, dass wir auch nachhaltig am Markt bestehen werden. Herzlichen Dank. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen allen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und die interessante Diskussion. Danke, Frau Weisbach. Herzlichen Dank Ihnen. Vielen Ciao. Dank. Danke, Frau Weisbach. Wiederhören. Ciao. Wir wollen direkt weitermachen mit den aufsichtsrechtlichen Themen und zuerst mit einer Umfrage, um das Thema Dialog weiterhin auch mit im Fokus zu behalten. Die Umfrage lautet folgendermaßen: Die Aufsicht war sehr aktiv seit Beginn der Corona-Pandemie. Welche Entscheidungen waren für Sie am nötigsten, um Ihr Institut durch die Krise zu navigieren? Ist es Liquidität und Geldpolitik, Regulierung und Aufsicht oder fiskalpolitische Anreize für die Realwirtschaft? Bitte geben Sie Ihre Stimme so bald als möglich ab, damit wir die Ergebnisse relativ früh in dem nächsten Podium nutzen können. Das nächste Podium ist hochkarätig besetzt, ebenso mit dem Präsidenten der BaFin, Felix Hufeld, Dr. Peter Hanker, dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Mittelhessen und Roland Böckhut, dem Vorstand für das Firmenkundengeschäft der Commerzbank. Schönen guten Morgen, die Herren. Guten Morgen. Wir haben ja eben gerade die Umfrage gehört. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Ergebnisse schon da sind. Vielleicht fangen wir erst mal kurz mit einer Frage an, an den Herrn Hufeld. Funktioniert die Aufsicht denn noch richtig, nachdem die Prüfungen abgesagt, Meldefristen verschoben und Aufseher im Homeoffice sind? Das sind ja auch große Herausforderungen an Bankenaufseher. Ja, das ist es. Da geht es uns in der BaFin nicht anders als etlichen Unternehmen oder anderen Behörden. Bei uns sind auch um die 60% plus minus der Mitarbeiter arbeiten aus dem Homeoffice heraus. Um es ganz offen zu sagen, ich bin überrascht,
wie wenig Abstriche wir machen müssen. Ich hätte das im Vorhinein als problematischer eingestuft. Natürlich entspricht das, wie wir im Moment arbeiten, nicht dem Normalzustand. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es deutlich besser, als ich gedacht habe. Sie haben recht, sowohl die EZB wie auch wir als nationale Aufseher haben seit Ausbruch der Corona-Krise keine örtlichen Prüfungen mehr. Es gibt auch keine physischen Kontakte. So wie wir jetzt hier virtuell diskutieren, findet auch das Prüfungsgeschehen rein remote und offline statt. Aber es kann nicht die Rede davon sein, dass keine Aufsichtstätigkeit mehr stattfinde. Das ist nicht der Fall. In der Tat, wir haben eine ganze Reihe von klassischen aufsichtlichen Prozessen, den ESREP-Prozess, den Stresstest der EBA und vergleichbare Themen nach hinten geschoben, weil wir ganz ausdrücklich die Politik im Moment verfolgen, nicht unbedingt zeitkritische administrative Belastungen nach hinten anzustellen, um den Banken die Möglichkeit zu geben, ihren wichtigen Job im Rahmen dieser Krise wirklich auch ausführen zu können. Herr Hanker, können denn letztlich alle Geschäfte noch gemacht werden in der aktuellen Situation oder bestehen aus Ihrer Sicht noch regulatorische Hemmnisse? Sollte da noch nachgebessert werden? Nein, wir können momentan alle die Geschäfte machen, die für unsere Kunden sowohl im gewerblichen Bereich wie im privaten Bereich vonnöten sind. Wir fühlen uns gut ausgestattet und die Rahmenbedingungen, die für uns geschaffen wurden, geben uns alle Möglichkeiten, unsere Kunden zu versorgen. Herr Bückut, die Commerzbank hat ja relativ viele Filialen oder über die Hälfte der Filialen geschlossen. Sind denn die Filialen eventuell überhaupt noch notwendig danach? Machen Sie die jemals wieder auf oder was ist der Plan? Sie wissen, dass die Commerzbank eine Strategie hat für das Privatkundengeschäft, wofür ich übrigens nicht zuständig bin. Und das hat schon über die Jahre immer darauf gearbeitet, das Filialnetzwerk zu optimalisieren für den Kunden. Und diese Entwicklung jetzt mit der Krise und die Erfahrung, die wir machen, mit zu Hause arbeiten und die Unmöglichkeit für Kunden, um Filialen zu besuchen, bestätigt eigentlich die Richtung, in der Commerzbank sich schon in die Strategie geäußert hat. Herr Hufeld, Sie fordern die Banken ja auf, die gebildeten Puffer zu nutzen. Wie ist Ihre Erfahrung denn? Werden die Puffer genutzt und werden sie reichen? Gibt es weiteren Spielraum? Gibt es da vielleicht schon Gedankeninstrumente, noch irgendwie Gedankenspiele, noch etwas weiteres zu tun? Also wir fordern die Banken keineswegs auf, die Puffer zu nutzen, sondern wir ermöglichen es ihnen. Wir sind sehr glücklich, wenn Banken die notwendigen Dinge und das notwendige Geschäft betreiben können, ohne dass die vorhandenen Puffer aufgezehrt werden. Das ist vielleicht eine Feinheit, aber doch eine wichtige Unterscheidung. Aber Scherz beiseite, in der Tat, es ist jetzt genau eine Situation, in der sich zeigt, wie wertvoll und wichtig, vielleicht partiell überlebenswichtig es war, dass wir in den vergangenen 10 Jahren Schritt für Schritt eine deutliche Stärkung des Kapitals vorgenommen haben. Eine ganze Reihe unterschiedlich strukturierter Puffer, unterschiedlich motivierter Puffer aufgebaut haben in den jeweiligen Bankenindustrien der europäischen Länder, die uns jetzt zur Verfügung stehen, um eventuell schwere Belastungen auch verkraften zu können. Das ist zum einen unter verschärften Bedingungen Kreditvergabe zu ermöglichen, zum anderen aber auch die Fähigkeit aufrechtzuerhalten, mögliche Kreditausfälle, die in den kommenden 1 bis 2 Jahren mutmaßlich zu verkraften sind, auch wirklich verdauen zu können. Ich möchte auch betonen, Gott sei Dank, dass wir in Deutschland ja über die regulatorischen Puffer hinaus ein erhebliches Überschusskapital tatsächlich vorhanden haben, das hier auch wirklich wunderbar genutzt werden kann, bevor wir überhaupt in irgendeinen regulatorischen Puffer hinein essen müssen. Lassen Sie uns mal ins Bankgeschäft direkt schauen. Herr Bückut, Sie haben ja ein sehr großes Loanbook sozusagen, ein Kreditbuch, Entschuldigung. Reichen die Puffer denn auch aus für weitere Unternehmenskredite? Weil die werden ja momentan sehr stark nachgefragt von der Realwirtschaft. Ja, also ich glaube, Herr Hufeld hat das richtig gesagt. Wir haben die Puffer ausgebaut. Ein Teil dieser Puffer sind auch dafür gemeint, wenn wir in eine Krise geraten, um die dann anzusprechen.
Nun, ich glaube, ein erster Ansatz ist die Möglichkeit, da reinzugehen, jetzt eher eine Erleichterung vom Fokus. Also wir sind nicht in der Nähe von diesem Puffer, aber wie Herr Hofer auch zu Recht gesagt habe, die nächsten 2-3 Jahre werden wir sehen, wie es dann weiter auswirkt. Und dann könnte es sein, dass wir eine Diskussion haben, wie die Puffer eingesetzt wird. In diesem Moment ist es aber so, dass die hauptsächlich, um auf ihre Umfrage mal zurückzukommen, dass hauptsächlich die Verschiebung von Meldefristen und Prüfungen eigentlich den großen Beitrag liefern. Zu wissen, dass wir Flexibilität haben und einen Dialog haben mit dem Aufseher über Liquidität und Kapitalratien zu sprechen, bedeutet, dass wir das erstmal zur Seite legen können, aber dass wir in diesem Moment keine Ressourcen zur Verfügung stellen, um die Meldefristen, die wir ursprünglich hatten und Prüfungen, die wir ursprünglich hatten, durchzuführen und stattdessen uns mit den Kunden zu beschäftigen und erstmal die kurzfristige Liquiditätsengpässe bei den Kunden zu beseitigen. Dafür brauchen wir die Förderprogramme. Ja, also auf Ihre Frage, ja, wir haben einen großen Kundenbestand, die brauchen auch alle Hilfe. Wir haben denen versprochen, dass wir denen auch zur Seite stehen. Übrigens die Bestandskunden, nicht oder weniger Neukunden. Also das ist für uns nicht irgendwie eine Akquise-Möglichkeit. Also der Markt bietet das, aber das ist nicht, was wir machen. Unser Fokus ist erstmal darauf, die Bestandskunden zu bedienen. Das hat zwei Gründe. Erstens, weil wir unsere Ressourcen, unsere Bestandskunden zur Verfügung stellen wollen, womit die Welle von Anfragen, die wir hatten, haben wir sonst nicht die Möglichkeit, alle Bestandskunden ordentlich zu bedienen. Die zweite Überlegung aber hat tatsächlich etwas zu tun mit Kreditrisiko. Unsere Bestandskunden immerhin kennen wir viel besser. Wir können die Risiken besser einschätzen. Wir waren sehr komfortabel und sind immer noch sehr komfortabel mit unserem Kreditportfolio und die Risiken da rein stecken. Wenn wir jetzt das brauchen würden, um Akquise zu machen, ist das erstens sehr viel aufwendiger, ja, und zweitens eine vielleicht nicht so glücklich gewählte Moment, massiv extra, sagen wir mal, RWAs auf die Bilanz zu packen, in eine Zeit, die doch durch viele gesehen wird als ein Vorabend einer Wirtschaftskrise. Also wir fokussieren das Bestandskundengeschäft, damit wir die Risiken auch wirklich gut begleiten können und einschätzen können und damit wir die Bestandskunden bedienen können. Herr Hanker, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wird es da irgendwo eng für Ihre Bank, gerade im Punkto Eigenkapital, Liquidität, mit der zusätzlichen Kreditnachfrage? Nein, das ist Gott sei Dank nicht der Fall, weder für die Volksbank Mittelhessen noch für die genossenschaftliche Bankengruppe. Ich gehe auch heute nicht davon aus, dass wir die Kapitalpuffer nutzen müssen, und das empfinden wir als gute und komfortable Situation. Hinsichtlich des Kundengeschäftes verweise ich auf das, was Roland Burkhardt schon gesagt hat. Auch wir kümmern uns um unsere Kunden im Kreditgeschäft. Wir können sie weiter mit Liquidität, mit Kredit versorgen. Das läuft gut. Wir haben sehr viele Maßnahmen bekommen, die uns geholfen haben. Zum Beispiel die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht als politisches Begleitinstrument hat uns geholfen. Wir können agieren und tun das auch sehr, sehr intensiv. Gerade diese Moratorium, Herr Hanker, und die Möglichkeit, Kredite erstmal ja nicht abschreiben zu müssen, wie es momentan erlaubt ist, ist das nicht eher so ein Aufschub der Möglichkeit und dass man vielleicht danach eine Welle von Abschreibungen sieht? Was ist denn hier Ihre Einschätzung? Also ich hoffe nicht, dass es zu einer Welle von Abschreibungen kommt. Nichtsdestotrotz, wir beobachten das natürlich mit hoher Aufmerksamkeit, und das dritte und vierte Quartal wird sicherlich andere Kennziffern bringen, als es momentan der Fall ist. Trotzdem denke ich, dass die laufende Überwachung des Kreditgeschäftes sowohl in den Volks- und Raiffeisenbanken wie auch im Haus von Herrn Burkhardt so gestaltet ist, dass wir sagen können, wir sind da sehr zeitnah dran. Wir haben sehr intensiven Dialog mit unseren Kunden. Wir wissen natürlich durch die Nähe, gerade die Volksbanken in den regionalen Märkten haben, wie geht es unseren Kunden. Wir sind im intensiven Dialog, und ich hoffe sehr, dass uns dort eine Welle erspart bleibt. Sicherlich wird es aber, wie wir eingangs bei der Umfrage auch gehört haben, in der zweiten Jahreshälfte wieder zu Wertberichtigungen kommen müssen. Das liegt in der Natur der Sache. Herr Bückert, wie ist denn da Ihre Einschätzung? Würden Sie nicht lieber die Kredite, die im Grunde genommen nicht bedient werden, gleich fällig stellen und quasi ein sauberes Buch haben?
Naja, also den Stress, den es da möglicherweise in der Volkswirtschaft gibt, ist ja klar. Und deswegen gibt es diese Förderprogramme, die den Banken erlaubt, auch schnell zu agieren und trotzdem das Risikoprofil im Portfolio zu überwachen. Vieles wird davon abhängen, natürlich, wie lange es dauert. Die Fazilitäten, die jetzt durch uns und andere Banken ihre Kunden zur Verfügung gestellt werden, werden für eine Weile reichen, Engpässe in der Liquidität zu bewältigen. Wenn es länger dauert, müsste es eine zweite Runde geben. Dann gibt es eine Möglichkeit, dass es für viele Unternehmen einfach eine zu hohe Belastung wird und entweder die das Kredit nicht mehr tragen können oder auch nicht mehr wollen. Wenn man Unternehmer ist und man schaut sich eine Kreditmenge an, wovon man denkt, das kriege ich nie wieder bewältigt, dann hat man vielleicht eher keine Lust weiterzugehen und dann muss man entweder Eigenkapital reinholen oder man wählt einen anderen Weg. Aber ich glaube, die Förderprogramme, ein großes Kompliment würde ich sagen, am Bund, aber auch an der Aufseher, wie das alles in unglaublich kurzer Zeit zusammengestellt worden ist. Geschwindigkeit war das Allerwichtigste und das ist auch so gemacht worden. Natürlich sind da dann Dinge drin, die nicht so gepasst haben und die im Nachhinein nachassoziiert werden mussten. Das ist auch okay, denn Geschwindigkeit war wichtiger, als dass das Produkt direkt perfekt war. Das ist auch im Nachhinein passiert und ich glaube, das hat der deutsche Volkswirtschaft wirklich enorm geholfen und funktioniert auch immer noch. So wie gesagt, ob das jetzt auch die Endlösung ist, das wird hundertprozentig davon abhängen, wie schnell der Volkswirtschaft jetzt wieder im Schwung kommt und unsere Kunden wieder ihre eigene Cashflow wieder aufrecht bekommen. Ja, und das ist die große Frage, auf die wir alle jetzt warten und das alle genau beobachten und das auch ein Risiko, das auch natürlich einen massiven Einfluss haben will, auf die Entwicklung der Risikokosten in der Zukunft. Vielleicht ist ein guter Zeitpunkt, jetzt momentan die Umfrage mal einzublenden. Sie haben es ja gerade erwähnt, Herr Bückut, die Schnelligkeit der getroffenen Maßnahmen war wahnsinnig wichtig, sei es von der fiskalpolitischen Seite, der aufsichtsrechtlichen Seite, aber auch der geldpolitischen Seite. So, jetzt sehen wir die Ergebnisse von den Zuschauern. Es sind übrigens mehr als 4000 Leute eingewählt und schauen zu. Also wirklich ein Dialog im wahrsten Sinne. Die Aufsicht war also sehr aktiv seit Beginn der Corona-Pandemie. Welche Entscheidungen waren für Sie am nötigsten, um Ihr Institut durch die Krise zu navigieren? Und das scheint dann doch relativ ausgeglichen zu sein zwischen Aufsicht, rechtlichen Themen und aber auch der fiskalpolitischen Seite. Denn natürlich auch das Finanzministerium hat recht schnell agiert, genauso in Tandem mit der Aufsicht. Also ganz interessant, Herr Hufeld, vielleicht darf ich Sie dazu gleich mal fragen, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Transparenz, was die Aufsicht anbelangt, wenn Sie jetzt den Banken gewähren, gewisse Kredite nicht notleidend zu schalten, Moratorium oder Stundungen zuzulassen? Wie viel Transparenz gibt es denn eigentlich noch, wenn man so eine Bankbilanz sich anschaut und wie können Sie denn da operieren? Ja, das ist in der Tat ein schmaler Grat. Unser Aufruf und insbesondere der Standardsetzer auf der Rechnungslegungsseite, die Wirtschaftsprüfer, niemand kann Interesse daran haben, auf ewige Zeiten Intransparenz walten zu lassen und damit quasi ein Problem weghexen zu wollen. Das funktioniert auf Dauer nicht. Unser Anliegen war und ist es nach wie vor, dass angesichts gewaltiger fiskalischer Hilfsprogramme, die Herr Brockhaut ja dargelegt hat, ausgesprochen schnell und ausgesprochen wirksam in die Welt gebracht wurden, nicht ein Automatismus auf der Rechnungslegungsseite in Gang gesetzt wird, der faktisch die Intention dieser fiskalischen Hilfsprogramme konterkarieren würde. Dem galt es entgegenzutreten. Was wir selbstverständlich nicht wollen und auch keine einzige Bank wollen kann, ist auf Dauer die Augen zu verschließen vor Kreditausfällen, wo sie sich denn tatsächlich ergeben. Wir haben nebenbei bemerkt, auch jetzt in keinem einzigen Fall regulatorische Vorgaben und die Kollegen auf der Rechnungslegungsseite auch dort nicht verabschiedet oder verändert, die eine Nichtanerkennung von tatsächlich ausgefallenen Krediten zum Gegenstand hätten. Wir hatten eine große Sorge, dass zu Beginn dieser ganzen Phase quasi durch eine Reihe von neuen Regelungen eine automatische, fast mechanistische Migration von Ratings zum Schlechten hin passieren würde, die Fähigkeit der Banken zu handeln stark belastet hätte. Dem sind wir entgegengetreten. Auf Dauer ist es absolut klar, dort, wo Abschreibungsbedarf besteht, muss er vorgenommen werden. Und zwar sowohl prudentiell wie auch von der Rechnungslegungsseite her. Und ich glaube, das sind genau
auch die Sorgen vor Wellen oder wie immer man das nennen möchte, die die Kollegen eben bereits geäußert haben. Und ich kann dem nur zustimmen. Im Moment ist nach meiner Einschätzung sowohl auf Seiten der Banken als auch auf unserer aufsichtlichen Seite es ganz schwer, wirklich mit verlässlichen, belastbaren Prognosen zu arbeiten. Wir behelfen uns im Moment alle mit reinen Szenariorechnungen, was nicht dasselbe ist wie eine prognostische Aussage. Und so versuchen wir uns einfach Schritt für Schritt an eine Realität, die in der einen oder anderen Form ganz sicher auf uns zukommen wird, heranzutasten. Sie hatten ja vorhin auch ein Umfrageergebnis zu möglichen Kreditausfällen bereits gezeigt. Das kann durchaus realistisch sein, würde aber im Klartext bedeuten, dass wir mit einer Verdreifachung, vielleicht sogar mehr als das, des derzeit durchschnittlichen Vorsorgebedarfs zu rechnen hätten, was nebenbei bemerkt keine große Überraschung ist, kein großes Wunder ist, weil wir eben aus einer Phase extraordinär niedriger Abschreibungsbedarfe und Bewertungsergebnisse auch kommen, sodass der prozentuale Aufwuchs relativ stark sein muss. Ich kann nur hoffen, dass die Resilienz im System hinreichend stark ist. Ich glaube, sie ist es. Das ist aber nicht zu verwechseln mit einer Aussage, dass in jedem Einzelfall jede einzelne Bank tatsächlich gleichermaßen stabil dasteht. Aber um das System als solches mache ich mir derzeit keine Sorgen. Ich glaube, das ist stabil genug. Wir sind schon wieder zum Ende der Zeit gekommen. Und ich würde aber ganz gerne noch ganz kurz zum Abschluss von all Ihnen einen kurzen Blick auf die Rolle der Aufsicht werfen lassen. Herr Hanker, wo sehen Sie denn die Risiken, auf die die Aufsicht nun achten sollte? Also ich teile vollumfänglich die Konklusion von Präsident Hufeld. Ich denke, die Banken haben ein gleich großes Interesse an Stabilität, an Transparenz, an sauberen Kreditbüchern wie die Aufsicht auch. Es wird immer die Gelegenheit genutzt, über Politik und Aufsicht zu meckern. Das machen wir alle gerne. Nun muss man in dem Fall ganz deutlich sagen, wenn es auch oft berechtigt ist, hier wurde ganz sachlich und mit Augenmaß ein Maßnahmenpaket geschnürt, was uns durchaus in die Lage setzt, die Herausforderung jetzt zu meistern. Ich will auch nicht in die Glaskugel gucken, nach vorne hin. Wir alle wissen, und das wurde eben mehrfach gesagt, es wird keine Überraschung sein, dass die Kreditausfälle, die Anspannungen in den Büchern steigen werden. Aber ich denke, das, was jetzt geschaffen wurde und vor allen Dingen das, was Herr Hufeld eingangs sagte, dass wir die letzten 10 Jahre als Banken genutzt haben, Eigenkapitalpuffer zu schaffen, wird uns in die Lage versetzen, diese Krise auch zu meistern. Also wir fühlen uns gut ausgestattet. Wir fühlen uns mit einem konstruktiven Dialog mit der Aufsicht. Wir erfahren dort Wertschätzung und eine gleiche Zielsetzung in dem Vorgehen und in den Wünschen nach Transparenz und Sicherheit. Und ja, ich bin da optimistisch, dass wir auch das Geschäftsjahr 2020 gut in die Bücher bekommen. Herr Bückhut, wie geht's Ihnen denn? Wie sehen Sie denn die Rolle der Aufsicht? Eher als Partner oder ungeliebter Regelsetzer? Unbeliebt war ja schon nie der Fall, muss ich Ihnen sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die zwei Dinge, die erwähnt worden sind, erstens Szenariendenken, die Unsicherheit der Zukunft und zweitens den Dialog, das sind die zwei Dinge, die wir brauchen. Das hat gut funktioniert jetzt. Und das Formalitäten sind ja nicht so jetzt, was uns weiterhilft. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Vor 8 Wochen haben wir uns alle aufgeregt über Handelskriege in der Welt. Und jetzt schauen wir mal, wo wir stehen. Das haben wir keineswegs so erwartet. Wir wissen auch nicht, wie nächste Woche aussieht. Wir wissen nicht, ob eine zweite Welle kommt. Wir haben keine Ahnung. Es ist extrem wichtig, dass wir die intensive Dialog zwischen den Dreieck Bund, Aufseher und Banken aufrecht behalten und regelmäßig uns austauschen und aufgrund dieser Austausch neue Lage, neue Maßnahmen nehmen und zusammen abstimmen. Das ist wirklich das Einzige. Es bringt nichts, wenn der eine das andere das Leben schwierig macht. Und das ist auch nicht die Erfahrung bis jetzt in der Corona-Krise. Herr Hufeld, noch kurz zum Abschluss. Der Blick in die Kristallkugel. Sind Sie gut gerüstet für das, was noch auf uns zukommt? Ja, ich habe mir gerade die netten Worte der Kollegen alle aufgeschrieben und werde sie mir dann gelegentlich laut vorlesen, wenn wir in den nächsten 6 bis 12 Monaten andere Diskussionen haben werden. Weil ich glaube, auch für uns im regulatorischen Bereich wird das Gleiche gelten wie im allgemeinpolitisch-gesellschaftlichen Bereich. Den Weg aus einer solchen Krise herauszumanagen, wird im Zweifel anspruchsvoller sein, als den Lockdown zu managen, was schwierig genug war. Das heißt, wir werden mit Sicherheit sehr spannende Diskussionen haben, auch mit den Verbänden der Industrie. Das ist auch völlig legitim und völlig in Ordnung, über die Reichweite
der Regulierung, wie viel krisenbedingte Ausnahmen man nicht vielleicht doch verstetigen sollte. Die Wünsche werden schon jetzt vorgetragen. Ich möchte nur mit aller Deutlichkeit sagen, wir sollten das, was unter den extremen Bedingungen einer Krise angemessen und richtig ist, nicht verwechseln mit einem Dauerzustand. Wir werden mit Sicherheit Schritt für Schritt angemessen, genauso flexibel wie in den vergangenen 8 Wochen, in einen regulatorischen Normalzustand zurückkehren müssen. Wir wollen Corona nicht als Eintrittsticket in eine allgemeine Deregulierungsphase missbraucht werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke in die jeweiligen Geschäftsbereiche bzw. in den aufsichtsrechtlichen Prozess momentan. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke Ihnen. So, hier geht es jetzt weiter mit einem Blick auf, was denn nach der Corona-Krise los sein könnte. Wie könnte es weitergehen, die längerfristigen Auswirkungen auf das Bankgeschäft und die Bankenstruktur. Und auch hier würde ich gerne erstmal mit einer Publikumsumfrage beginnen. Und zwar ein Blick in die Glaskugel. Wir hatten es ja eben schon öfter mit der Glaskugel. Wie verändert die Corona-Krise auf mittlere Sicht das Bankgeschäft? Sie können mehrfach Ihre Stimme abgeben. Einmal, die Digitalisierung wird beschleunigt. Rentabilität sinkt, Fusionen nehmen zu, Geschäftsmodelle der Banken verändern sich weiter, Marktchancen für Big Techs und Fintechs nehmen zu oder die Risikobereitschaft nimmt ab. Wäre schön, wenn Sie möglichst bald Ihre Stimme abgeben können, damit wir die Ergebnisse recht zeitnah nutzen können in dem letzten Podium. Jetzt würde ich gerne die Mitdiskutanten begrüßen und das ist auf der einen Seite Eva Wimmer vom BMF. Frau Wimmer, sind Sie schon da? Ich glaube, da müssen wir gerade noch einen Moment warten. Dann beginnen wir mit Herrn Otto, Philipp Otto von der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, den Sie ja alle sehr gut kennen von den vergangenen Veranstaltungen. Professor Dr. Hans-Peter Burghoff, Bankenexperte von der Uni Hohenheim. Hallo. Hallo. Warten, wir können schon mal anfangen. Die Frau Wimmer wird sich bestimmt bald zuschalten. Werfen wir erstmal einen Blick auf die strukturellen Veränderungen, vielleicht mit Herrn Otto. Wie wird denn das deutsche Bankgeschäft oder der Bankenmarkt in 5 Jahren aussehen und welchen Einfluss hat Corona auf Ihre Prognose? Zum einen mal auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen. Herr Burghoff, wir haben ein gutes Panel. Herr Wömmling hat vorher gesagt, das kann heute keiner verlässlich voraussagen, was wir diskutieren müssen. Also wir bemühen uns. 5 Jahre ist eine ziemlich lange Zeit. Ich glaube, wir haben einiges jetzt eben schon gehört. Es wird definitiv weniger Banken geben in 5 Jahren. Es wird, glaube ich, auch anders strukturierte Banken geben. Aber ich glaube nicht, dass wir diesen kompletten Umbruch haben werden, wie in mancher technikbegeisterte Mensch gerne hätte. Denn die Menschen wollen nach wie vor einen Ansprechpartner haben. Auch das haben wir heute schon mehrfach gehört. Dabei hat man es angesprochen, miteinander zu sprechen, direkt von Angesicht zu Angesicht. Ist etwas anderes, als das nicht zu tun. Und auch das Wort ist heute schon gefallen. Ich glaube, Herr Mersch hat es gesagt, Overbank in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass die Konsolidierung nicht schon längst stattgefunden hat. Wenn man mal schaut auf so ein paar Strukturzahlen, ich habe sie mir mal rausgesucht. 2007 hatten wir in Deutschland 2.277 Banken, heute sind es noch 1.783. Zahl der Zweigstellen 39.883, heute noch 27.887. Mitarbeiterzahl etwa minus 100.000 auf jetzt noch ungefähr 570.000. Also allein Deutschland hat schon einen Prozess der Konsolidierung durchgemacht. Sparkassen sind wir unter 400 Institute, bei den Volks- und Raiffeisenbanken unter 900 Instituten, Landesbanken noch 4 echte. Das wird weitergehen, aber ich warne auch ein ganz bisschen davor, zu sehr auf diese Konsolidierung zu hoffen, denn nicht immer tut Konsolidierung auch gut. Siehe beispielsweise NordLB, die hat sich an der Übernahme der Bremer Landesbank erheblich verschluckt. Also manchmal können Übernahmen oder Konsolidierung Probleme auch potenzieren. Also kurze Antwort auf die Frage, die sehr weit gefasst war. Wir werden in 5 Jahren ein ähnliches Bankensystem haben wie heute. Wir werden weniger Institute in den Wirtschaftssektoren und im Schulsektor haben. Und wir werden natürlich mehr digitales Bankgeschäft haben. Wir können gerade mal die Ergebnisse einblenden der Umfrage. Die sind jetzt schon da. Und zwar ist das relativ, ja, das ist wirklich eine sehr aussagekräftige Umfrage, beziehungsweise ein sehr klarer
sehr klarer Bias zu, dass die Digitalisierung der Banken deutlich beschleunigt wird. Auf die Frage, in welchem Bereich verändert die Corona-Krise das Bankgeschäft am nachhaltigsten. Herr Burkhoff, sind Sie auch dieser Meinung, dass genau die Digitalisierung quasi stark vorangetrieben wird, die wir ja gerade jetzt zwangsweise in allen möglichen Lebensbereichen verstärkt einsetzen? Ich denke, das ist so. Viele Menschen, die das bisher nicht gemacht haben, ich schließe mich da ein, machen Erfahrungen mit Digitalisierung und werden das in ganz anderer Weise in ihre berufliche Praxis einbinden in Zukunft. Und das ist für die Banken sogar sehr gut, weil die Banken halt, auch weil sie viele andere Probleme zu bewältigen haben, da nicht so weit vorangekommen sind in der Vergangenheit wie notwendig. Allerdings, was Prognosen angeht, muss man halt wirklich vorsichtig sein. Die Frage, wie das Bankensystem aussieht, hängt sehr stark davon ab, was wir in dieser Krise lernen. Darüber, was ein gutes Bankensystem ist. Und dieser Lernprozess war nach der Finanzkrise nicht besonders erfolgreich. Ich bin mit vielen Erkenntnissen, die man vermeinte zu haben, nicht sehr glücklich. Was wir ja sehen in der Krise ist, dass ein sehr unterschiedliches Bankensystem, ein Bankensystem mit sehr unterschiedlicher Art von Institutionen, auch ein Bankensystem, das die Struktur unserer Wirtschaft spiegelt, mit vielen regionalen Instituten, mit Instituten, die ganz unterschiedliche Zielsetzungen haben, diese ganze Buntheit, die von den großen, starken Frankfurter Banken bis zu den kleineren Banken, regionalen Banken reicht, dass wir an der Stelle natürlich im Grunde genommen gelernt haben, dass unser Bankensystem, wenn es entsprechend ausgerichtet und tatsächlich sehr stark helfen kann. Und das spricht sehr dafür, das Bankensystem eben nicht wie ein Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, jetzt nur große Banken retten uns. Ich glaube, wenn wir gleichartige große Banken hätten, dann hätte sowohl die Finanzkrise 2007, 2008 als auch die Corona-Krise uns viel größeren Schaden zugefügt als unser doch kleinteiliges, vielfältiges Bankensystem, mit dem wir im Moment arbeiten. Und ich glaube, wenn wir die Erkenntnis ziehen, dann wird sich das Bankensystem nicht so groß verändern, aber es muss effizienter werden. Und es gibt zwei Seiten, die Banken selber und, das muss man auch in diesem Rahmen ganz klar sagen, die Regulierung, das deutsche Bankensystem wird mit dieser Regulierungsform, wie wir sie betreiben, auf Dauer kein Erfolg sein. Man kann weder kleine noch große Banken sehr erfolgreich in dem Rahmen, den wir durch die Regulierung geschaffen haben, tatsächlich führen im Moment in Deutschland. Was sollte sich denn verändern? Ich denke, wir müssen eine zielorientierte Regulierung haben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Regulierung wirklich auf die systemischen Risiken schaut, nicht ein Sammelsurium von Zielen verfolgt. Wir müssen in den Bereichen, wo es nicht wirklich systemisch wird, uns auf Marktlösungen konzentrieren. Wir müssen auch eine sehr differenzierende Regulierung machen, weil einfach die Banken so unterschiedlich sind, Gott sei Dank so unterschiedlich sind in Deutschland, dass man tatsächlich auch sie sehr, sehr unterschiedlich regulieren muss. Der Anspruch, das gleiche technische Sicherheitsniveau bei den kleinen Banken zu erreichen, wie bei den großen, führt in ein Bankensystem, das wir nicht haben wollen, das wir wirklich nicht haben wollen. Da muss man wirklich sich zurückhalten. Proportionalität wird immer behauptet von der Bankenaufsicht, dass das stattfinde. Ich kann davon nichts erkennen. Anders sehe ich bei den großen Banken die massive Einschränkung in der Möglichkeit, Geschäftspolitiken zu entwickeln, aktiv auf Marktreaktionen, auf den Markt zu reagieren. Die Präsenz des Aufsehers macht es extrem schwierig, hier auf Markt Reaktionen, also Märkte zu reagieren, neue Ideen zu haben. Es ist wirklich schwer, auch für die großen Banken, weil einfach das so viel, die ganze Regulierungsthematik viel zu viel Raum in der Unternehmensführung einnimmt. Herr Otto, schauen wir mal auf die Herausforderungen bzw. die Chancen für das Bankensystem. Welche Geschäftszweige des Banking können denn profitieren Ihrer Meinung nach? Und wo sehen Sie die Chancen in den Erfahrungen, die die Banken jetzt gerade sammeln? Ich glaube, die Banken können immer dann profitieren, wenn es um die Schnittstelle zum Kunden geht. Weil da sind sie präsent, da haben sie ihre Stärken. Hinsichtlich der Effizienz und Aufstellung, da muss sehr viel gearbeitet werden, bin ich völlig bei Herrn Burkhoff. Ich glaube, dass das Retail Banking wird sich stärker verändern, gezwungenermaßen durch das Erlernte, als wir es bislang uns vielleicht vorgestellt haben, vor allem auch schneller verändern. Also das standardisierte Massengeschäft. Überall da, wo es um Beratung geht, glaube ich, werden Menschen doch eher wieder zum Menschen zurückkehren. Also Robo-Advice hat sich bislang noch nicht ganz so stark durchgesetzt. Das wird sicherlich in Teilen zunehmen. Wo ich Zweifel habe, ob sich die Digitalisierung auf dauerhaft im Bankgeschäft etablieren wird, ist das ganze Thema Großkundengeschäft, Kreditvergabe, Immobilienbewertung, also das ganze Immobiliengeschäft auch mit Privatkunden. Virtuelle Begegnungen sind nicht das Gleiche und sehr oft ist es wichtig, gerade bei so diffizilen Dingen, den Gegenüber auch zu sehen und ihm in die Augen schauen zu können, um ein Gefühl zu kriegen.
Das, glaube ich, ist digital noch nicht so gut möglich. Vielleicht mag sich das technisch alles ändern und anpassen. Also wo haben die Banken Chancen? Überall da, wo es um Kundengeschäft geht, überall da, wo es um Beratung, wo es um Nähe geht. Alles das, was schnell, effizient und einfach erledigt werden kann, das werden sicherlich andere genauso gut machen können wie die Banken. Ich höre gerade, dass Frau Wimmer jetzt auch zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Frau Wimmer. Sie ist beim Bundesministerium für Finanzen zuständig für Finanzmarktfragen. Guten Morgen. Guten Morgen. Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurücktreten, weil wir natürlich von Ihnen wissen möchten, wie Sie die weitere Entwicklung abschätzen und was die Banken jetzt tun sollen, mit dem Risiko umzugehen. Was soll die Politik tun? Planen Sie vielleicht noch ein Konjunkturpaket? Was ist der Stand der Dinge? Über was diskutieren Sie im BMF? Ja, vielen Dank. Und die Digitalisierung hat tatsächlich ihre Herausforderungen. Wir müssen jetzt das dritte Gerät hier in Einsatz bringen, obwohl wir es vorher getestet hatten. Aber wir haben so viele Sicherheitsanforderungen hier auf unseren Geräten, dass das manchmal nicht funktioniert. Dafür möchte ich entschuldigen. Zu Ihrer Frage. Ich glaube, wir sind immer noch nicht, oder es ist ein Blick in die Glaskugel zu sagen, wie entwickelt es sich weiter und wann werden sich die Märkte wieder beruhigen? Vielleicht nochmal ganz kurzer Rückblick. Ich glaube, man hat gesehen, dass sowohl die Finanzmarktregulierung als auch die Finanzmarktpolitik sehr flexibel umgegangen ist mit der Krise, dass das Rahmenwerk gut funktioniert hat, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits wird bezogen auf die Banken selbst und die Finanzindustrie selbst. Die Finanzmarktregulierung, die wir seit 2008 implementiert haben, europäisch und europaweit, hat auch dazu geführt, dass unsere Banken viel besser aufgestellt sind, als sie es 2008 waren. Sie haben mehr Kapital, höhere Kapitalquoten, wesentlich höhere Kapitalquoten. Sie haben mehr Liquidität. Sie haben also mehr Puffer, um mit den Schwierigkeiten umzugehen, mit denen sie jetzt konfrontiert sind. Zweiter Teil des Programms, die Hilfsprogramme, die die Bundesregierung aufgelegt hat, vor allem die KfW-Kredite in unterschiedlicher Ausgestaltung. Zuschüsse für kleinere Unternehmen und dann Kredite mit unterschiedlichen Zinssätzen für größere Unternehmen und die Möglichkeit, Eigenkapital zu bekommen über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das sind weitere Maßnahmen, die in der Realwirtschaft ansetzen, die der Realwirtschaft helfen sollen, die aber natürlich auch die Banken unterstützen. Der KfW-Schnellkredit, eine 100%ige Haftungsübernahme durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, auch andere sehr großvolumige Konsortialkredite der KfW. Der übernimmt die KfW 80 und in manchen Fällen sogar 90% der Risiken. Das sind wirklich erhebliche staatliche Unterstützungsleistungen für die Realwirtschaft, die auch den Banken dabei helfen, ihre Finanzierungsfunktion für die Wirtschaft und für die Unternehmen, mit denen sie in der Regel in Kontakt sind, die ihre Kunden sind, da auch zu helfen und da auch ihrer Rolle gerecht zu werden. Auch europäisch vielleicht den Blick noch ganz kurz darauf zu weiten. Das ist manchmal ein bisschen untergegangen. Auch in Europa ist schon sehr viel passiert, jetzt nur bezogen auf den Bereich der Finanzpolitik. Da haben die europäischen Finanzminister ja im April, am 9. April, ein Paket in Höhe von 500 Milliarden freigegeben. Das besteht aus ESM-Kreditlinien, die nach anderen Bedingungen funktionieren als das übliche Programm. Dann als zweites ganz wichtig, zusätzliche Garantien für die Europäische Investitionsbank, damit sie agieren kann wie unsere KfW, also unmittelbar Kredite an Unternehmen, da auch Haftung für übernehmen kann, Garantien geben kann in Höhe von zusätzlichen 200 Milliarden. Dann das Ankaufprogramm der EZB und als letzten Punkt noch, dass es weitere Programme noch gibt, unmittelbare Hilfen aus dem europäischen Haushalt für bestimmte Bereiche. Da ist Erhebliches getan worden und in der Tat gucken wir uns jetzt an, wo bestehen Lücken, wo sind noch Dinge zu tun. Dann beschäftigen wir uns aber auch, das hat unser Minister auch angekündigt, damit, wie wird es weitergehen, wenn wir sehen, wie wir jetzt hier durch die Krise kommen, wie geht es weiter. Angekündigt ist ja ein Konjunkturprogramm bis Juni und da arbeiten im Moment die Bundesregierung an der Ausgestaltung. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um auch dann zu unterstützen, wenn es wieder aufwärts geht und wenn diese Lockdown-Phase überwunden ist. Jetzt im Moment befinden wir uns ja noch in der
Phase, dass wir versuchen, mit den Problemen so gut wie möglich umzugehen und auch da wirklich erhebliche Ressourcen mobilisiert haben, um den Unternehmenssektor da auch zu stützen. Was erwarten Sie denn, wie das europäische Bankensystem nach der Krise aussehen wird, um mal wirklich einen Blick in die Zukunft zu werfen? Also das ist, glaube ich, jetzt ganz schwer zu sehen und auch sehr schwer da Prognosen abzugeben. Es gibt verschiedene Research-Institute, die versuchen, sich ein Bild zu machen. Das ist aus zwei Gründen schwer. Der erste Grund ist, wir haben jetzt gerade die Quartalszahlen vom ersten Quartal bekommen, auch noch nicht von allen Playern, sondern nur von einigen. Und da sieht man, es wird Risikovorsorge betrieben, aber noch nicht, es macht sich jetzt noch nicht so stark bemerkbar. Das liegt natürlich auch an den ganzen Regulierungen und an den Regeln, dass ja zum Beispiel IFRS 9 flexibler gehandhabt wird, dass auch viele Regelungen mit Bezug auf Definitionen, Verlustdefinitionen flexibler gehandhabt werden von der europäischen Aufsicht und auch von der nationalen Aufsicht, einfach um diesen Automatismus herauszunehmen, der bedeutet hätte, dass einfach durch den Lockdown und durch dann eine automatische Herabstufung stattfindet. Also das heißt, bis man die Effekte sieht, wird es noch ein bisschen dauern und deswegen ist es ganz schwer, im Moment eine Risikoeinschätzung abzugeben. Ich könnte jetzt einzelne Stimmen nennen von unterschiedlichen Unternehmen. Zum Beispiel gab es neulich eine Stellungnahme, die auch in der Presse war, eines Verbandes, der sich mit Kreditankäufen und Verkäufen beschäftigt. Die haben natürlich vielleicht nochmal eine andere Einschätzung. Die gehen jetzt davon aus, dass die Quote an Non-Performing Loans bei 4% im deutschen Bankensystem liegen könnte. Das ist ja vergleichsweise moderat, wenn man sich die NPL-Quoten in anderen Mitgliedstaaten anguckt. Aber wie gesagt, das ist ein Blick in die Glaskugel und das kann, glaube ich, niemand seriös im Moment tun. Und deswegen möchte ich das auch nicht tun, weil es natürlich auch sehr unterschiedlich ist, wie die Portfolien der Banken ausgestaltet sind. Also wenn ich als Bank jetzt sehr viele Investitionen habe, zum Beispiel im Gesundheitssektor, im Pharmasektor, im Lebensmittelsektor, im Logistiksektor, das sind alles Bereiche, die von der Krise nicht betroffen sind, sondern die im Gegenteil eigentlich ein ganz gutes Geschäft gemacht haben. Es wirkt sich eben sehr unterschiedlich aus und deswegen sollte man jetzt keine vorschnellen Einschätzungen abgeben. Okay, noch ganz kurz zum Abschluss. Herr Burkhoff, wie sehen Sie die Zukunft der europäischen Banken? Wirklich nur eine kurze Antwort, weil wir kommen mit der Zeit quasi ans Ende. Ich glaube, Herr Burkhoff hat den Ton ausgemacht. Ja. Natürlich alles nicht schnell. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ich wollte sagen, ich glaube, dass in Europa wir vielleicht lernen können, dass es eben nicht Sinn macht, alles zu vereinheitlichen und nur auf die großen Größen zu setzen, dass Dezentralität und auch Verschiedenheit etwas ist, was das europäische System nicht nur stabiler macht, sondern auch effizienter macht und dass die Banken eben als Transmissionsmechanismus in die Fläche, auch die kleinen Banken, als Transmissionsmechanismus in die Fläche gerade in Krisensituationen extrem wertvoll sind. Und persönlich meine große Anerkennung an die vielen Bankenmitarbeiter, die trotz der massiven Regulierung, auch der Ängste, die damit verbunden sind, offenbar in vielen Fällen sehr schnell gute Kreditentscheidungen treffen. Vor allem, weil Geld ist genug da, das haben wir gehört, aber es muss da ankommen, wo es wirklich hilft. Und da ist halt eine ganze Menge Bürokratie zu bewältigen heute bei den Banken, damit es wirklich ankommt. Da müssen die Mitarbeiter sich trauen und dann wird dieses Bankensystem auch tatsächlich in der Verschiedenheit, in der Vielfalt seine positive Wirkung entfalten, dass wir gut aus der Krise wieder rauskommen. Herzlichen Dank. Ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre Zeit, für Ihre Einsichten aus den verschiedenen Bereichen, wo Sie herkommen. Wir machen jetzt weiter im Grunde mit einer Zusammenfassung vielleicht oder aber auf jeden Fall einen Blick auf die wichtigsten Themen mit Ihnen, Herr Würmeling. Ja, vielen Dank erstmal für diese lebhafte Diskussion an alle Panelisten, aber auch an Sie, Frau Weißbach, als Moderatorin. Ich denke, wir haben für eine Momentaufnahme doch einen sehr reflektierten Blick gehabt. Wir sind mitten in einer Entwicklung, die niemand vorhergesagt hat, wo niemand weiß, wo sie hingeht. Da denke ich, dass wir ein Stück weit deutlicher der Rahmen, in dem sich die weitere Entwicklung vollziehen wird.
Ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass nicht nur die deutschen Banken, auch die Aufseher, die Regulatoren, die Zentralbanken die Bewährungsprobe fürs Erste jedenfalls mal bestanden haben. Ich habe verhältnismäßig wenig Kritik gehört, auch viel, ich sage mal, Zuversicht. Man hat den Eindruck, jeder weiß, es kommt irgendwie noch was auf uns zu, aber keinem ist so richtig bange. Und das finde ich schon mal ein sehr gutes Zeichen angesichts der großen Unsicherheit. Und jedem sind natürlich auch die Risiken bewusst. Wir nehmen natürlich auch als Aufsichtsbehörden gerne mit, dass Sie mit den Maßnahmen, die wir getroffen, ganz gut zurechtkommen, werden aber weiter natürlich auch dazu im Dialog bleiben. Interessant natürlich auch der Blick in die Glaskugel. Wenn man so will, nach der Krise stehen sicher in den Banken erstmal Aufräumarbeiten an. Die Widerstandskraft muss wiederhergestellt werden. Zugleich vollzieht sich der Strukturwandel, die Digitalisierung nimmt ihren Lauf, zusätzliche Wettbewerber kommen. Insofern, Bankgeschäft war in Deutschland schon vor Corona nicht einfach und es wird nach der Krise sicher noch herausfordernder werden. Aber es ergeben sich auch neue Aufgaben, die auch mit Geschäftsmöglichkeiten verbunden sind. Es wurde angesprochen, dass nach dieser Krise natürlich in der Realwirtschaft ein riesiger Strukturwandel ansteht. Die Betriebe müssen rekapitalisiert werden. Auch hier hätte Digitalisierung Einzug. Die Weltwirtschaft wird neu geordnet und da werden die Banken und auch die deutschen Banken wieder gebraucht. Und es ergeben sich dafür für sie auch Chancen. Ja, wer vor 3 Monaten gesagt hätte, wir können das komische Symposium der Bundesbank, Bankaufsicht in Dialog, könnte man doch eigentlich auch digital abhalten. Ja, hätte man gesagt, das ist ein Nerd, der hat nicht verstanden, wie solche Konferenzen funktionieren. Aber die Not macht erfinderisch. Und es hat sich, glaube ich, hat sich für mich heute gezeigt, dass natürlich solche digitale Formate auch seine Vorteile haben. Ich meine, 4.000 Teilnehmer ist schon eine ganze Menge. Ich kann mich gar nicht entsinnen, ob jemals das dröge Thema Bankenaufsicht in seiner Geschichte schon 4.000 Leute auf einmal zusammengebracht haben. Auch die Teilnahme ist einfacher, man muss nicht anreisen. Die Penalisten sind auch einfacher verfügbar, sie müssen nicht anreisen. Der Zeitaufwand ist nicht so groß. Man hat die interaktiven Instrumente wie die Umfragen, wie den Chat. Insofern hat es auch alles so seine Vorteile. Für uns war es ein Experiment. Vielen herzlichen Dank an alle, die daran teilgenommen haben. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen auch hier im Hintergrund mit und ohne Maske an der Vorbereitung dieser 2 Stunden beteiligt waren. Ob das das Team von der Regie ist, die digitalen Leute, aber auch die inhaltliche Vorbereitung hier in der Bundesbank von unserer Kommunikation. Also sehr viele haben dazu beigetragen, dass das hoffentlich jedenfalls gelungen ist. Und insofern bleibt mir am Ende dieser Runde nicht nur zu sagen, bleiben Sie gesund, sondern auch bleiben Sie stabil. Herzlichen Dank, Herr Würmeling. Auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für das zahlreiche Zuschauen und aber auch die zahlreichen Kommentare, die eingegangen sind. Und das zeigt nun auch, dass trotz der sehr besonderen Zeiten, der wir momentan leben, der Dialog zwischen Aufseher und der Industrie, der Bankenindustrie weiterhin fortbesteht und auch aktiv gestaltet werden kann. Nächstes Jahr findet das Bankensymposium auch wieder als Präsenzveranstaltung am 10.03.2021 statt. Auch von meiner Seite aus bleiben Sie gesund und bis dann vielleicht in weniger als einem Jahr.